So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei Simmers TV. Wir haben hier zu übertragen die American Le Mans Serie, organisiert von Sachschwitze und Vortex. Und wie die beiden eigentlichen Profikommentatoren dieser Rennserie, nämlich Leo Kuhn und Tobias Wachs, das letztes Mal schon geübt haben, machen wir das heute nochmal ganz genauso. Das heißt, wir moderieren ein zweites Mal an. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja, schön, euch endlich hier zu sehen. wir hatten es noch ganz lustig vor der Sendung, als wir darüber gescherzt haben, und schon machen wir es nochmal, aber das muss man mit Humor nehmen. Eine wunderschöne Strecke hier in Amerika, Road America. Wir gehen dann nochmal kurz drauf ein im Warm-up. Aber erstmal hallo ihr beiden und willkommen auch euch zum letzten Lauf hier dieser Serie. Ja, hallo, ich gebe mir jetzt auch gar keine Mühe mehr, weil wir das nicht zum dritten Mal machen müssen. ja. Okay. Wir haben es ja beim letzten Mal, hat es ja auch erst im dritten Anlauf funktioniert, beim Rennen in Laguna Seca. Ich hoffe mal, das Rennen heute bietet im Vergleich zu Laguna Seca nicht so viele Dreher, aber doch einiges an Rennaction und wird so wie die vorherigen Rennen auch in der LMS-Serie hier, also sehr unterhaltsam. Mittlerweile sind wir hier am Ende vom Quali. Ich mache mal kurz die GT2. Als erstes geht der Ralf Gilles auf Platz 1 vor Daniel Faber, Jonathan Erzin, Stefan Bäumer, Markus Broich, Robert Schaudener, Dirk Vogel, Achim Böhm, Richard Frahm. Das im Moment die mit den Zeiten. Genau, dann kann ich ja mal bei der LMP2-Klasse weitermachen. Da hat der Sieger vom letzten Rennen, Marius Berti, Pole Position geholt vor Michael Müller, der als Ersatz für Jürgen Müller fährt, vor Carsten Riemchen und Thomas Patzke. Und die beiden Teamkollegen Carsten Riemchen und Thomas Patzke konnten auch beim letzten Rennen schon die Gesamtwertung für das Vortex-Team in der LMP2-Klasse sichern. Ja, genau. So, jetzt haben wir umgeschaltet ins Warm-up und Leo, wir schnappen uns jetzt einen, der jetzt hier rausfährt, den Erstbesten nehmen wir uns und werden, und du bist so gut und wiederholst nochmal die fantastische Erklärung der Strecke, die du ja eben schon mal sinnloserweise bekannt gegeben hast, ja, erklärt hast, genau. Ja, hier geht es jetzt erstmal raus auf die Strecke, ziemlich gegen Ende gerade, 91 Grad rechts, dann gleich schon mal ein schönes Stück den Hügel runter. So eine Strecke mit einiges an Steigungen und Gefällen macht es immer interessant. Nochmal eine ungefähr 90 Grad rechts. Dann kommt ein längeres Stück und im Gegensatz zur Startzielgerade geht es hier dann richtig runter. Also wirklich viele Fahrzeuge hier am Ende dieser eigentlichen Geraden. Das ist eine ganz leichte Kurve, der schnellste Punkt der Strecke. Und entsprechend sehr hartes Anbremsen hier notwendig. Relativ harte 90 Grad links, kurz den Berg hoch, erste Zwischenzeit an der Stelle. Nochmal 90 Grad links, ungefähr selber Radius. Hier geht es schon wieder etwas flotter, aber auch die Kurven, haben genügend Platz, aber zu zweit wird es trotzdem ganz schön eng. Dann geht es hier um nochmal eine harte links und dann zu der eigentlich sehr interessanten Karussellkurve. Eine über 180 Grad lange, fast 270 Grad lange Rechtskurve, die mit zum Mittelgas gefahren werden muss, also nicht vom Gas weg, nicht voll am Beschleunigen. Dann sind wir schön am Rutschpunkt, kurzes Außen und bergab, eine sehr schnelle rechts und dann runter zu einem der langsamsten Punkte, zum Canadian Corner. Im letzten Sicht kommt hier hartes Anbremsen, da geht es doch relativ langsam um die Kurve, dann durch eine rechts-links Kombination über eine kleine Kuppe, wieder zu einer 90 Grad Kurve, die dann auch die interessante Start-Zielgerade führt, die richtig schön den Berg hoch geht und gerade mit starken, U-Bahn-starken Fahrzeugen jedes Mal schön ist, wenn man hier so richtig die Leistung aufspielen kann. Wobei wir hier ja sehr ausgeglichene Bilder haben und das nicht so krasse Unterschiede geben wird. Aber auch hier eine schöne, sehr lange Startzielgerade im Tourentempo. Ja, wunderbar. Und das ist wirklich eine tolle Strecke und ich bin sehr, sehr überzeugt, dass die Fahrer und Teams sich hier auf den Saisonabschluss sehr, sehr gefreut haben, schon aufgrund der Strecke. Und ja, jetzt werden wir mal gucken, dass sich hier heute Abend gestaltet. Ich bin sehr überzeugt, dass wir spannende Rennaction sehen und aufgrund der Flüssigkeit der Strecke, wie Tobias vorhin schon sagte, vielleicht nicht ganz so viele Unfälle oder ja, Action in Form von Unfällen, sondern wirklich mehr
Renn-Action richtig auf der Strecke. Sie ist nach kurzer Info 4 Meilen lang, ganz genau, das sind 6,436 Kilometer. Ursprünglich gebaut in den frühen 50er Jahren, als Autorennen auf öffentlichen Straßen verboten wurden in den USA, ging anfangs um den Elkhart Lake, daher der zweite Name dieser Strecke, ist mittlerweile nicht mehr ganz so, wurde ein bisschen umgebaut, das letzte Mal größer in 1992 und gilt als einer oder nicht die schönste Straßenrennstrecke der USA. Genau. Ich muss euch beiden jetzt aber ein bisschen widersprechen, also beim letzten Mal nach dem Siegerinterview, als das Team dann vorbei war, wenn die Fahrer dann anfangen, die Wahrheit zu sagen. Also hat die Strecke irgendwie bei den Fahrern keine so große Begeisterung ausgelöst und wurde gesagt, ja, sie haben hier noch nie trainiert und die mögen sie alle nicht, aber irgendwie sind immer die üblichen Verdächtigen dann doch wieder auf den ersten drei Plätzen da. Scheint sowas bisschen verkehrt zu laufen, aber naja. So, das würde mich echt schwer wundern, weil es ist ja nicht so, dass wir die Strecke nicht auch schon gefahren werden in diversen Events und da war die eigentlich immer schwer beliebt, also vor allem in mehreren Klassen. Ich finde es auch schön, weil sie keine so künstlichen Bremsschikanen und so hat. Das ist wirklich alles Musik, alles in die Kurven, die Sinn machen, weil du in die Richtung willst. Nicht zuerst zweimal in die falsche Richtung, um dann in die richtige abzubiegen. Also von daher passt das schon. Zu den Meisterschaftsständen kann ich kurz was sagen. Da haben wir in der LMP2-Klasse für Cortex Motorsports mit 315 Punkten, Three White Motorsports Junior 247 und Wilgrave Motorsports 163. Auf Platz 4 noch das Brakesman Racing Team mit 151. Ich denke mal, das ist der einzige Podestplatz, um den es hier wirklich noch geht in der LMP-Klasse, um den dritten Podestplatz. Und in der GT2-Wertung ist noch ein bisschen spannender. Da geht es eigentlich schon immer noch um die Meisterschaft, auch wenn das für Erzin schwierig wird, weil er alleine fährt. Aber auf Platz 1 3 Vibe Motorsports bei CDFC mit 204 Punkten. Vortex Motorsports GT2 SE mit 195, also gerade mal 9 Punkte Rückstand. Und auf Platz 3 Vortex Motorsports GT2 mit 159. Die müssen den dritten Platz aber auch noch verteidigen gegen No Limit mit 145 und Brakesman mit 143. Nun ja, da haben wir ja noch ein bisschen Rechnerei vor uns. Und zum Ende hin, Entschuldigung, irgendwie ist mir das Abendessen wohl nicht so gut bekommen. Ich stelle mich gerade im Hals. Ja, dürfen wir gespannt sein, wenn wir auch unser Augenmerk so ein bisschen auf die GT2-Klasse legen, einfach weil es da noch ein bisschen spannender zugeht. Die haben noch heute jetzt wieder 9 Fahrzeuge am Start, das ist etwas mehr als auch schon 16 Fahrzeuge in der P2-Klasse. Ja. Die Strecke ist zwar wunderbar breit, aber es gibt ja doch diverse Kurven, da kannst du kaum zu zweit durch, also auch hier das Karussell, hier geht's jetzt, aber wenn es dann halt auch der GT-Fahrer unter Bedrängnis ist, denke ich, wird es schon schwieriger, also einfach das ist es trotzdem nicht. Ja. Wir wollen mal. Die schnelle rechts dann darunter nach dem Karussell, die geht auch nur alleine richtig schnell. Man sieht, hier stehen sie auch schon neben der Strecke. Ja, genau. Da hat der Brakesman Porsche schon mal gleich in kluger Voraussicht Platz gemacht. Ja, auf der linken Straßenseite stand noch ein LMP-Auto, so ein Tiger-Muster. Ah ja, Tarnkappe, hier, ja, da kommt er gerade. Das Wilgrave-Auto. Ja, sind wir mal gespannt. Start. Das wird das Übliche sein mit einem fliegenden Start, aber ohne Führungsfahrzeug. Da machen die GTs dann jeweils schon ein bisschen Abstand, dass hier klar in zwei Gruppen gestartet wird. Ja, man darf sich jetzt nicht wundern, dass sich hier der ein oder andere noch dreht, weil jetzt im Warm-up wird natürlich mit dem Rennsetup gefahren und dann lotet man einfach nochmal die Grenzen aus und das geht dann
doch häufiger als normal, dann endet das in einem Dreher oder ja, mal in der Wiese. Also da die Ersatzteilkosten sich hier im virtuellen Rennsport doch einigermaßen Grenzen halten, ist das auch nicht so weiter dramatisch. Ja, das hat schon ein anderes Fahrverhalten, dann voll getankt und mit den harten Reifen, genau. Da muss man schon etwas früher in die Bremse, also deutlich früher. Ja, die Distanz läuft über 90 Minuten und ja, und wir werden wohl, so wie bei, wollen wir das schon verraten, jetzt eben auch so für den Rennstall auf, ja? Jo, mit, wie oft die tanken müssen, zumindest die LMPs. Ja, das können wir uns noch bedanken. Ja, genau. Wir hatten dann noch einen netten Besuch von meinem Piloten, der uns noch ein bisschen aufgeklärt hat, wie sie in etwa aussehen wird, wohl für die meisten. Und, ja, da werden wir sicher noch drauf kommen. Ja, da der ein oder andere Fahrer den Stream ja nebenbei schaut, wird er jetzt auch im Warm-up mit Ton schauen, im Rennen dann ohne Ton. Von daher ist dann Chancengleichheit gegeben, wenn wir die Taktik dann erst während des Rennens verraten. Also, das sind ja ganz neue Dinge, die sich eröffnen. Ja, stimmt, hier war das, glaube ich. Hier war mal, hat mal irgendeiner erwischt, der da guckt während des Rennens. Ja, mittlerweile sind es ja schon mehr wie einer, haben wir dann rausgefunden. Ja. Ah, okay. Und ich glaube, in Laguna Seca, wie da gefahren wurde, hat es dann jeder gemacht. Also. Ja, gut, leider war ich da ja nicht mit bei. Das hat mich sehr, sehr geärgert, weil ich Laguna Seca über alle Maßen mag. Aber ja. Aber da hat man kaum einen Bildschnitt, wo sich nicht irgendwo im Hintergrund ein Fahrzeug gedreht hat manchmal. Du. Das war unglaublich. Echt? Da bist du echt nicht mehr mitgekommen. Also das hat man in keinem Rennen sonst gehabt. Das war schon, schon irgendwie seltsam. Da ich denke, die Strecke an sich war schon auch halt rutschig. Ist natürlich alles auch sandig da. Naja gut, wir sind letztes, in der ersten Saison sind wir die Strecke ja auch gefahren und da war es ein ziemlich tolles Rennen. Also ja, das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Mal kurze Frage jetzt dann, auch wenn das unsere Zuschauer jetzt nicht so sehr interessiert. Seht ihr das hier mit dem R-Faktor-Monitor? Könnt ihr da so ein bisschen was erkennen oder ist es nicht zu lesen? Ich sehe es, aber ich habe nebenbei auch den Live-View auf Sachsritte Homepage verlinkt ist, wo man das auch schön mitverfolgen kann. Okay, alles klar. Aber wunderbar. Ja. Genau, den. Für die Zuschauer vielleicht auch interessant, also auf der Sachschwitzer Homepage oben links den ersten R-Faktor Live View und da bekommt man dann eine komplett sehr schöne Übersicht. So sieht's aus. So, Session is over und das bedeutet, es wird gleich laut und stressig. Ja, dann geht auch die Rennzeit ein bisschen schneller rum für uns. Also in Laguna Seca, da waren wir ja ziemlich schnell am Ende nach den anderthalb Stunden. Hoffen wir, dass heute ähnlich so ist. Schöne Zweikämpfe im Rennen. Ja, war auch ganz interessant, wie sich dann die Abstände wieder verschoben haben. Also wirklich welche mit frischen Reifen sehr schnell waren, aber dann entsprechend gebüßt haben gegen Ende sind und wieder auf eingeholt wurden. Und hoffe, dass wir nochmal in die Richtung auch hier wieder Action sehen. Ja. Ja, außer der Marius Bert, der hat sich von dem allem ein bisschen überhaupt nicht beeindrucken lassen und ist da konstant seine Runden gefahren und hat dann auch souverän das Rennen gewonnen. Ja, in wenigen Sekunden wird dann die Session umspringen und dann werden wir das Fahrerfeld auf der Startzielgerade sehen und dann, wie eben schon erwähnt, wird die LMP2-Klasse losfahren und ein bisschen Abstand dahinter die GT2-Klasse. Gibt dann zwei separate Starts, die wir dann auch versuchen gut einzufangen und die ersten Kurven dann mitzufahren, weil da ja bekanntlich sehr viele Sachen passieren können. Also als einer der prominentesten Abwesenden im Moment mache ich noch den Andreas Simon aus, der es ja auf Podest geschafft hat im letzten Rennen und jetzt heute hier nicht am Start ist. Ja, der war eben auf dem Server gewesen. Ich kann sein, dass der irgendwie bei einer Session umschalten vom Server geflogen ist. Also in dem R-Faktor-Monitor wird er ja auch noch auf Platz 27 gelistet und eben war er auch da gewesen beim Briefing. Also ja. Ich denke mal, das Jahr ist nochmal umgeschaltet, aber er ist nicht da. Das ist aber schade, ja. Ja. Gut, wir können aber sagen, dass Thomas Batzke in der LMP das Warm-up gewonnen hat. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Und ich meine, irgendein Erfolgserlebnis braucht ja jeder. Also, das hat er ganz toll gemacht, finde ich.
So. So, jetzt, wir haben zwei LMP-Fahrzeuge, die eigentlich hinter der GT klassiert sind, also wo keine vollständige Runde gefahren sind im Quali. Aber die werden erfahrungsgemäß am GT-Feld vorbeiziehen dürfen und sich hinter den anderen P2-Fahrzeugen einreihen. So, wir suchen uns schon mal gleich die Heckkamera hier. Das wird jeder auf im Rennen haben. So, gut, da sieht man relativ wenig. Macht nichts. Aber jetzt geht es hier erstmal in die Warm-Up-Lab, in die Formation-Lab. Und jetzt werden wir dann hier in Kürze den Rennstart der Herrschaften sehen. Ich sehe gerade, Simrace TV steht auf Platz 16. Was ist da denn passiert? Ah, okay. Aber wir werden jetzt nach hinten gereicht. Ja, ja. Ich dachte schon, dieses Timing hat wahre Größe von Simrace TV erkannt. Aber gut. Wäre auch ein bisschen unfair, wir sind nämlich in einem Dreier-Team. Also. Ja. Oh, jetzt ist Simrace TV ganz weg. Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt. Im anderen Monitor sind wir noch frei. Ja, ich connecte mal hier neu. Und ich glaube, den Dominik Pieper hat es jetzt auch beim Umschalten erwischt, damit wir jetzt hier nämlich in dem... Richtig. Ja. Der steht oben jetzt in der Liste auf 0, das bedeutet, der ist nicht auf Position 0 halt. Ja. Aber gleich beide vom selben Team, das ist natürlich doppelt ärgerlich. Ja. Schauen, ob sie sich mal noch bei uns melden zwischendurch. So, hier haben wir dann auch noch mal die Jungs der GT-Fraktion, aber wir gehen jetzt erstmal schnell wieder nach vorne zur LMP, weil da sehen wir jetzt den ersten Start. Ja, es glaube ich dauert noch ein bisschen, bis sie auf die Startzielgerade einbiegen. Die Strecke ist ja etwas länger, also Rundenzeiten bei 1,52 war es gewesen im Warm-Up. Wieder hier die schöne Karussellkurve, also die ist dann vor allem mit nachlassenden Reifen ist die ganz schön unangenehm. Ja, erinnert so ein bisschen an die Parabolica in Monza, aber da ist es schon noch ein bisschen anders, ne? Außerdem ist es Monza. Ja, natürlich, ja. Und hier geht es noch ein bisschen bergab dazu, das macht es ja nicht unbedingt einfach. Genau. Also es ist, ich denke, es ist fast die schwierigste Stelle, sonst ist es schon immer ganz schön beschleunigen und hart bremsen, aber da so mit so drei Viertel Gas, das ist tricky. Ja, die eine 90 Grad Linkskurve unter diesem Bogen, wo man so leicht über eine Kuppe fährt, die ist glaube ich auch beim Anbremsen etwas unangenehm, wenn das Heck wieder ziemlich leicht. Ja, es hat doch die eine oder andere Bodenwelle drin. Also ich finde es durchaus herausfordernd, halt vor allem auch mit wegen der hohen Durchschnittsgeschwindigkeit, die man hier auf jeden Fall fährt. Also da ist nie eine lange Erholungspause, höchstens mal die Startzielgerade rauf. Ja. So, jetzt wird es aber langsam eng. Jetzt kommen wir hier in die letzte Kurve vor Start und Ziel. Jetzt geht es hier nochmal den Berg hoch. Und jetzt wird auch schon ein bisschen Tempo reingenommen. Naja, nicht wirklich, nee. Marius Bert führt das ganze Feld an. Kommen sehr sauber hier hoch. Ja, schönes Double Flyer. So, und Marius Bert gibt Gas. Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Aber hier ist schon mal markiert in der ersten Woche. Ja, bleibt aber vorne, wie es aussieht. Ja, René Schammler geht an Heiko Scheuermann vorbei. Auf Platz 12 und 13. Und Carsten Riemchen geht auf die 2. Genau, konnte Michael Müller überholen. Ja, genau, richtig. Michael Müller. So, jetzt gehen wir mal ganz schnell zurück zur GT, weil die gehen nämlich jetzt hier auch los. Ja, sehr guter Start von Kohlmann. Ralf Gillis führt das Feld an hier im Porsche, genau vor Jonathan Erzing, der an Daniel Faber vorbeigekommen. Ah, ne, Daniel Faber ist doch nochmal vorne geblieben. Ne, Erzing ist jetzt vorne. Ja, genau, der Porsche führt Jonathan Erzing, der in der Ferrari, Daniel Faber und dann Markus Broich. So, jetzt sehe ich aber tatsächlich, dass bei dem Überholmanöver von Riemchen gegen Müller ist sogar eine kleine Lücke entstanden.
gesehen, weil hier vorne fahren die ersten beiden und Platz zu Platz 3 gibt es hier eine kleine, ja, anderthalb Sekunden ungefähr. Eine Lücke. Das ist schon ein ganz schönes Stück in der kurzen Zeit. Ja. Also denkt mal, ist da ja irgendwie ein bisschen. Vielleicht gab es da einen Wurm oder sonst irgendwas. Ja, da hat man eine Kurve zu zweit, hat trotzdem durchzwängst, dann waren einfach beide ein Stück langsam. Schwächt ja langsam zur Kurve raus, oder? Genau, weil jetzt auch hier nichts auf dem Monitor rot aufgeklingt, dass es zu einer Berührung gekommen ist. Und hier sieht es so aus, als ob Thomas Patzke jetzt am Ende der Start- und Zielgerade den Michael Miller überholen möchte. Macht er jetzt überdeutlich, aber steckt zurück. So, Marcel Habermann wird hier gerade durchgereicht. Nö, alles gut. Jetzt die T-Klasse momentan noch keine Veränderungen in den Top 3. Nein, und die Abstände, also Jonathan Erdschin ist sehr dicht dran an Ralf Gillis. Also den Vorsprung, den er sich da beim Start irgendwie ein Stück rausgefahren hat, der ist erstmal wieder dahin. Und Daniel Faber sieht nicht so aus, als ob er jetzt momentan was gegen die beiden im Petto hätte. Ja, für Erdschin ist es ja eigentlich seine einzige Chance, der muss hier einen Sieg einfahren, wenn er in der Meisterschaft ernsthaft noch an den Titel glaubt. Was anderes gibt es wohl eh nicht. Also der wird ja schon mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs sein. Richtig, richtig. Naja, und Faber muss eigentlich nur auf einem Podestplatz vernünftig sein Rennen zu Ende fahren. Denke ich mal. Aber Daniel Faber ist auch alleine unterwegs, also Olaf Ness als sein Teamkollege wird jetzt auch hier nicht geführt, also... Nee, der ist heute nicht da, der muss arbeiten. Von daher könnte es wirklich spannend werden, wenn Jonathan Erdschin den Sieg einfährt und Ralf Gillis dann auf Platz 2 ins Ziel kommt, aber bis dahin sind es ja noch eine Stunde 23, wie man an der Uhr erkennen kann. Aber ja, Jonathan Erdschin wirklich die letzten drei Rennen überall eine Nullnummer. Ich denke, der wird es heute jetzt auch noch mal wissen und zeigen, dass er es kann, wenn er nicht irgendwie abgeräumt wird. Ja. So, die beiden Wildfeld-Autos hier mit Dirk Sudan, Jens Potka auf 5 und 6. Auf der 7 haben wir den Frank Schuster. Informanten. Genau. Oh, jetzt hast du verraten, Mero. Ja, ich habe ja erstmal gesagt, wer es ist. Ja, ja, natürlich der Brandtampfer. Ja, ja. Also das BKH hat hier keine Anteile an den Informationen, das hat er ganz freiwillig gemacht. Aber hier auch ein schöner Dreikampf mit Frank Schuster, mit Sven Zecher und Daniel Lange-Jägermann. Das ist das dritte Auto von Bilkoff, was hier eine Circuit fährt. Ich denke auch hier, ohne wirklich einen Fehler vom Vordermann, kommst du kaum vorbei. Der muss irgendeinen kleinen Quersteher ein bisschen zu sehr über den Körb, dass er mal irgendwo nicht ganz so schnell rauskommt, aber sonst hast du... Und Michael Müller hat sich gedreht in der LMP2-Klasse, wird jetzt nach hinten durchgereicht. Schon 14. Da haben wir, jetzt versuchen wir das mal hier, sehen wir gerade den Dreher. Ja, völlig unbedrängt eigentlich. Wirklich, das ist dann einer der eben angesprochenen Fahrfehler. Auto überbremst und ab geht's. Ja, und das war auch die Linkskurve, die ich eben gemeint habe, die sehr unschön anzubremsen ist, weil das Heck ziemlich leicht wird. Und hier hat man so gesehen, wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Er wird sich bedanken bei dir. So eine Prophezeiung. Ach, die dann auch noch zutreffen. Ja, die waren ja an, da konnte sich ja selbst das aus. Ja, genau, genau, genau. Ja. Ich denke mal, er wird auch nicht der einzige bleiben. Nee. Aber momentan, also die Startphase wirklich ausgesprochen ruhige Anführungsstriche, also ohne nennenswerte Vorkommnisse. Gucken wir doch mal in die GTs und da wird es nämlich hier vorne richtig eng. Die ersten drei jetzt hier, Daniel Faber konnte das wieder so ein bisschen zufahren, wahrscheinlich weil Gillis und Erdschin sich hier ja so ein bisschen battlen, beziehungsweise Erdschin versucht da an Gillis vorbeizukommen.
Uppsala. So, da haben wir es. Jetzt machen wir das mal hier aus der Heckkamera und hier sehen wir schon ziemlich deutlich, wie Jonathan Erdschin hier Druck auf dieses macht. Wieder schön zu sehen, manchmal zwei Porsche in der Front, nachdem die letzten Rennen so Ferrari-lastig waren. Ja. Ziel. Ja, scheint ein bisschen weg zu sein, der Jonathan am Ende der Start und Ziel. Ja, so. Genau. Das reicht nicht. Den ersten Boxenstopp gibt es nebenbei auch noch, da ist der Dennis Kiesling in die Box gefahren. So, hier ist es aber jetzt richtig eng. Steven Zecher, früher Vortex, fightet hier mit Fabian Schuster von Cracksman. Bei so dicht abfahren wird man schon auch für das Bordende des Fahrzeuges ein bisschen leichter, also es ist einfach so dicht da dran zu bleiben. Genau, vor allem die letzte Kurve, da muss man ja sehr viel Schwung mitnehmen, um dann auch auf der starken Zielgerade die nötige Endgeschwindigkeit erreichen zu können und da im Windschatten. Ja, man sieht, reicht hier auch leider nicht beim Überholen. Nee, also die Startziel, wenn man überhaupt Windschatten bekommt, dann sicherlich mit dieser Fahrzeugklasse oder in dieser Fahrzeugklasse. Aber die Startziel ist wirklich zu kurz. Wir haben gesehen, Zecher war in der guten Position am Anfang der Startziel, hat trotzdem nicht gereicht. Also da muss man wahrscheinlich schon wirklich mit der Nase richtig dran sein, gerade wenn der Leo wieder recht, der Dirty Air-Effekt dann in dieser Kurve zu diesem Bergaufstück, der ist dann auch zu stark, das heißt, man kann da nicht wirklich dranbleiben, aber jetzt gibt es hier nochmal einen Milgrave-Angriff von Daniel Lange-Jägermann, der jetzt hier auch noch ein bisschen mitspielt und da war noch einer Kiesbett, ja. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ah, einer der Fahrzeuge in der nächsten Gruppe, aber er konnte wohl weiterfahren, also. Jetzt schließen noch mehr Fahrzeuge auf, das übliche Phänomen. Ja, sieht aus, als ob der aufhält, aber... Wir haben es verpasst. Erdschin ist vorbei an Gillis. War so ein bisschen zu erwarten, aus meiner Sicht, also fand ich, weil er hat wirklich massiv Druck gemacht, aber vielleicht kommt jetzt hier der Konter. Jetzt kommt natürlich Faber bereits schon ein bisschen in Zugzwang, weil eigentlich muss er jetzt auch vorbeigehen. Er kann sich leisten, hinter Erdschin zu bleiben, aber da darf nicht viel dazwischen bleiben. Ja. So, jetzt kommen wir allerdings auch schon die Überrundung. Jetzt sieht man hier, wie überlegen Erdschin hier in dieser Phase ist, weil das ist schon mal mehr Vorsprung als Gillis außer der Startphase je hatte. Ja, und der LMP, das ist Dennis Kiesling, der rundet sich wieder zurück, also beziehungsweise macht die Position wieder gut. Er hat ja eben schon einen Boxenstopp gemacht und fährt jetzt wieder am LMP2-Feld vorbei. Am GT2-Feld. Ja, hält sich wieder in seinen Ritt ein, genau, ans Ende. Ja, aber da hinten hat Faber eigentlich mehr zu tun, nach hinten zu gucken, als nach vorne. Stefan Zecher muss es wohl gedreht haben, der ist jetzt in der Gruppe nach hinten gereicht worden. Wurde auch hier mit rot markiert, also war abseits der Strecke, aber scheint nur ein normaler Dreher gewesen zu sein, also keine Beschädigung am Auto auszumachen. So, dann gehen wir mal wieder zu den einer Streithammel, wie gesagt, nee, zu den Streithähnen, wollte ich sagen. Thomas Batzke, Inhaber der... Gar nicht. Der hatte in der letzten Runde die schnellste Rennrunde gefahren. Jetzt hat Michael Müller gefahren mit 1,49, 834. Jetzt kommen sie auch richtig in die Runden rein. Jetzt, oh, und da haben wir irgendwelche Rauchwolken. Ja. Aber irgendwie sind die hier noch alle gut beieinander. Ach, da vermutlich ein schöner 360er und weiter geht's. Ja.
an der Spitze des LMP2-Feldes macht Marius Berthard weiter, wo ein Laguna Seca aufgehört hat, führt jetzt mit knapp 2,5 Sekunden vor den beiden, die wir jetzt im Bild haben, hier Thomas Patzke, der vor Carsten Riemchen liegt, sein Teamkollegen. Ich glaube, dann ist man nicht immer überall zufrieden mit den Überrundungsmanövern. Ja, bei der Personal Lichthupe kann man davon ausgehen, dass das so gemeint war. Aber ja, das ist nun mal gang und gäbe hier bei einer Le Mans-Serie, in der verschiedene Klassen gefahren werden. Hier passt es gerade richtig gut. Ja, und das Adrenalin ist ein bisschen höher hier, das soll ja auch so sein. Das passt. Genau. Haben wir jetzt gleichzeitig das GT2, die Führenden in der Klasse im Bild, also der zu überrundende war jetzt der Jonathan Nerzing gewesen, der von Carsten Riemchen überholt wurde. Der natürlich jetzt auf keinen Fall seinen Vorsprung wieder verlieren will durch diese Überrundungsmanöver. Ja, große Gefahr besteht halt wirklich permanent, dass man hier durch irgendwelche Überrundungen entweder in Mitleidenschaft gezogen wird oder aufgehalten wird, je nach Klasse. Und das kann immer und ist sehr oft das Sündigen an der Waage, was dann am Schluss die Position ausmacht. Und so wie es ausschaut, konnte sich der Ralf Gillis noch mal ein paar Meter Luft verschaffen auf den Daniel Faber. Der ja, wird jetzt verfolgt hier von Markus Preusch. Da ist der Abstand um einiges geringer. Der LMP ganz schön überbremst. Ich glaube, so für so ein GT ist das eigentlich eine ganz angenehme Geschichte, wenn man hier auf die Start- und Ziel kommt und hat so ein Pulk von LMP-Fahrzeugen hinter sich, weil er dann weiß, okay, die kommen jetzt erstmal alle vorbei. Und jetzt gibt es hier einen Angriff von Markus Breuch und der setzt sich hier auch durch. Berührung und da rutscht ja Markus Breuch weg. Ja. War für einen Moment so aus, als ob Faber der Leidtragende sein würde, aber ich glaube, es war auch Breuch, dessen Fahrzeug wie ein bisschen ausgebrochen ist mit dem. Ja, genau. Und es hätte gepasst, wenn er gespielt hätte. Ja, ich glaube, er war ein bisschen früh auf dem Gas. Er musste ja einen engeren Radius fahren und war wahrscheinlich ein bisschen viel Gas für diesen Radius und dann ging es weg nach links weg, so dass er im Vorderwagen nach rechts rübergezogen ist. Ja, hat aber noch gut abgefangen. Also von den Positionen her hat sich da nichts verändert. Ich wollte eben schon sagen, das wäre dann so eine Situation, die der Faber nicht braucht. Dann hätte er dann schon zwei Fahrzeuge dazwischen gehabt. Und dann wäre dann die Rechnerei dann wirklich langsam losgegangen. Ja. Genau, es sind ja nur 9 Punkte, die beiden in der Meisterschaft trennt und es entscheidet sich nur zwischen den beiden, Jonathan Erzin und Daniel Faber. Und den ersten Ausfall können wir auch leider vermelden, Dennis Giesling hat sein Fahrzeug abgestellt. Ja, da steht er. Ja, ist auch raus aus dem Auto. Thomas Patzke hört mir hier auf 1, nee, Marius Berth, Entschuldigung, alles gut. Aber Patzke ist noch dran soweit, also das sind noch keine Abstände, über die man jetzt glücklich sein könnte als Vorausfahrender, 1,8 Sekunden. Nee, das sind auch 6 Zehntel weniger wie vorher. Ja, na ja, gut, das ist klar, bei den Überrundungen, wenn da Überrundungen sind, da kommt der eine mal gut, der andere nicht so gut durch und dann sind solche Differenzen völlig okay, wenn es dann im Sekundenbereich geht, dann muss man tatsächlich mal schauen, weil dann könnte da etwas vorgefallen sein. Zumindest hat Marius Berth in der letzten Runde seine persönlich schnellste Runde gefahren mit 1:49.790. So, ich habe mir jetzt noch beimal die Punktetabelle aufgemacht, weil es ja doch in der GT2-Klasse ein bisschen spannend wird. Also der Erste bekommt 30 Punkte. Wenn jetzt Jonathan Erzin das Rennen gewinnen würde, dann dürfte Daniel Faber, müsste Dritter werden. Als Vierter bekommt man 20 Punkte. Das würde dann also nicht mehr reichen. Mit Pole Position gibt es
Von daher spielt das keine Rolle. Man of the Race Wertung, ja, die gibt nochmal 2 Punkte, könnte dann am Ende entscheidend sein. Oh, jetzt kriege ich hier eine Fehlermeldung von Twitch. Ich hoffe, der Stream läuft weiter. Ich weiß nicht, ob der Kai uns hört. Also das wäre dann wirklich genau die Konstellation gewesen, wo er dann den Titel nicht mehr holt, wenn er dann auf 4 zurückrutscht hinter der anderen Ferrari. Ja, also der Stream läuft noch. Ich habe mich mal gerade, hab's wie die Fahrer gemacht, habe den Stream nebenbei noch laufen lassen. Also wir sind noch zu hören. Okay. Von daher müssen wir die Anmoderation nicht zum dritten Mal machen. Ja gut, das wäre Zeichnung. Dann dauert es etwas länger, die müssen dann erst neu konvertiert werden, damit es ein vernünftiges Fallen wird. Ja, so, also, vorne die ersten beiden, Marius Bert und Thomas Batzke, dann Carsten Riemichen auf 3, Jens Potschka auf 4, Michael Müller Platz 5, 6 Daniel Lange-Hegermann, 7 René Schammler, Platz 8 für Mike Neumann, 9 Frank Schuster, Steven Zecher auf der Position 10, 11 Dirk Suder, dem ist auch irgendwas passiert, der, ich meine, der war da vorhin auf 5 oder 6, Heiko Scheuermann auf der 12, Thor Telling auf der 13, Marcel Habermann auf der 14. Das ist momentan die Reihenfolge in der LMP. In der GT sieht es aus wie folgt. Da führt Jonathan Ertschin vor Ralf Gillis und Daniel Faber auf Position 3. Markus Broich auf der 4, Robert Schaulaner auf der 5, Dirk Vogel 6, Stefan Bäumer 7, Richard Frahm 8, 9. Achim Böhm. Er wurde schon mal Zweiter. Das ist Jetzt wurde mir gesagt, jetzt wäre der Stream off. Wollen wir das gleich mal checken. Hallo. Ja, also der Stream bei mir läuft da noch weiter. Ne. Doch, also bei mir läuft der Stream noch dazu. Ja, also wer da jetzt einen Abbruch hatte, es kann durchaus sein, dass es einen Abbruch gab, dann bitte einmal neu verbinden, dass es geht, er läuft. Also ich höre es hier, dass er funktioniert und ja. Ja. Gut. Tut uns leid, wir können da relativ wenig für. Wir sind auch schwer unzufrieden nach der Pleite von On3D mit diesem Twitch, die ja jetzt irgendwie Platzhirsche sind, beziehungsweise Monopol haben. Aber wir können die freudige Botschaft überbringen, dass wir in Kürze zu YouTube wechseln werden. Und von daher hat sich das Thema dann mit den Abbrüchen und Geruckel und weiß nicht was dann, ja, erledigt, mit Sicherheit. Ja, da hast du mal die Frage gerade schon vorweggenommen, das wollte ich nehmen. Direkt über YouTube zu streamen, also bei dem Absprung von diesem Red Bull Stratos hat das ja auch bei 5 Millionen Zuschauern ziemlich gut geklappt, also ich denke, da können wir auch, ja. Bei Simpress haben wir ja ähnliche Besucherzahlen. Genau. Nein, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, also ich bekomme den auch nicht, weil wir Simpress TV sind und wir da, weiß ich nicht, so dolle viele Zuschauer bringen, sondern das ging tatsächlich nur über die Vermittlung eines Menschen, der dort arbeitet. Und normalerweise muss man unglaubliche Voraussetzungen erfüllen, um das zu bekommen. Und ja, noch einmal. Ja, das sind ja tolle News und Gratulation dazu. Ja. Gehen können. Ja, vielen Dank. Also noch was nicht, aber zugesagt wurde es mir. Und das wäre natürlich dann ganz großartig. Ich hoffe aber auch, dass da auch mehrere Kanäle dazu gehören, sonst haben wir da ein leichtes Problem dann. Aber da sind dann auch Multi-Transcodings dabei. Das heißt, man kann sich die Bandbreite, mit der man das schauen möchte, kann man sich auswählen. Und so wie das früher bei On3D mal war, da gab es ja auch 360p und 720p. Da gibt es dann noch mehrere und ja, man kann halt dann sehr qualitativ sehr, sehr hochwertigen Stream machen. Die das vielleicht aufgrund ihrer Rechnerleistung oder Bandbreite nicht gucken können, die können dann einfach eine geringere Bitrate wählen und dann können die trotzdem gucken. Und
ja, das ist, also verspricht wirklich einen Riesenschritt nach vorne. Und gucken wir mal, was bei rauskommt. So, ja, da hoffen wir noch, dass der Stream auch in unserem Land verfügbar ist. Und ja, wenn wir keinen Blödsinn machen, dann schon, ja. Also sprich keine, ja, meine GEMA-Lizenz kann ich dann abmelden, weil die ist dann vor die Katz. Weil das ist dann, gilt nur für Simmers TV und nicht für YouTube. Aber gut, werden wir sehen. So, kommen wir wieder zum Rennen jetzt, oder? Genau, ja. Es gab zwei Ausfälle, Dirk Suda ist ausgefallen und Marcel Habermann. Genau, wobei ich sagen muss, bei Dirk Suda, da muss schon irgendetwas gewesen sein, weil der ist ja schon, der hatte ja wohl schon irgendein Problem, ist da irgendwie durchgereicht worden. Können wir nicht so ganz genau sagen, den wollten wir eigentlich nicht, den hier wollten wir. Nämlich Jonathan Erchin. Jetzt sehen wir eigentlich, wenn der freie Fahrt hat, also ist die Sache gegessen. So, und der Daniel Faber, nee, hier ist er, der weiß natürlich, dass er mit seinem dritten Platz hier alle Karten in der Hand hat. Er verwaltet ihn mittlerweile auch ganz gut, auch gegenüber von Markus Broich, der ja durch dieses etwas ambitionierte oder überambitionierte Überholmanöver da ja ein bisschen Boden verloren hat. Das kriegt Faber momentan ganz gut verwaltet, diesen Vorsprung. Und ja, aber wir haben noch eine Stunde vor uns und da gibt es auch noch einen Boxenstopp irgendwann. Und naja, das wird sicherlich vielleicht noch enger. Aber werden wir mal gucken. Das wäre natürlich also der Wahnsinn, wenn der Markus Broich hier zueinander in der Waage wäre. Ja, aber könnte es durchaus noch werden. Also ich hoffe mal, dass wir da schon noch Spannung bis zum Schluss haben. Ich denke mal, mit den Boxenstopps können wir langsam ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen. Ja. Demnächst ist es soweit. Der Frank Schuster hat uns eben liebenswürdigerweise vor dem Rennen noch kurz besucht. Und sorry, ich muss dich unterbrechen. Thomas Platzke ist vorbei an Marius Berth. Hat die Führung übernommen. Oh, nach dem Vorsprung. Ja. Ich würde mal sagen, aber das ist schon der Boxenstopp, wie erwähnt. Ja. Genau. Und jetzt kommt das geheime Wissen um die Strategien hier, ja, in der, also, LMP-Klasse. Zwei Boxenstopps notwendig und dabei auf den Reifenwechsel deutlich mehr Zeit benötigen, werden wohl die meisten. Mit zwei Stints hart fahren, ein Stint mit mittleren Reifen, denke ich mal. Ob das jetzt der erste mit mittel gefahren wird, dann gewechselt wird, oder zuerst zwei auf hart, das kann natürlich durchaus noch unterschiedlich sein, aber von zwei Stops für jeden Fahrer können wir ausgehen und daher noch eine Stunde, also noch eine halbe Stunde und noch eine Stunde. Genau. Und hat hauptsächlich damit zu tun, dass man mit der Spritmenge hier nicht mit einem Stopp auskommt. Das war aber dann jetzt einer der schnelleren Stops. Ich denke mal, hier wurden keine Reifen gewechselt. Ich habe auch nicht gesehen, dass das Auto aufgebockt wurde. Nein, also von daher auch zu denken, zweimal hart und dann vermutlich ein Wechsel, ja, auf Mittel, weil drei Stints halten die Reifen dann doch nicht durch. Ja. Vor allem da, wo ja links die linken Reifen deutlich mehr beansprucht werden in die rechten. Ja, richtig. Und Batz gefällt durch den Boxenstopp, also 20 Sekunden plus die Boxen ein- und Ausfahrt, zurück bis auf Position 11. So, ich war nebenbei noch bei der Rennleitung und habe nochmal recherchiert. Also die Man of the Race-Wertung bekommt derjenige, der die meisten Plätze gut gemacht hat. Das würde Jonathan Erzin und Daniel Faber dann beide nicht betreffen. Von daher bleibt es bei unserer alten Hochrechnung. Also wenn Jonathan Erzin gewinnt und Daniel Faber Dritter wird, gewinnt das Team von Daniel Faber die Meisterschaft. Wird Daniel Faber Vierter, dann gewinnt das Team von Jonathan Erzin die Meisterschaft. Super. Ja, und Boxenstopps doch auch immer auch wieder eine Geschichte, die auch schon schief gegangen ist, mal zwischendurch. Also hoffen wir, dass da alles klappt, dass das nicht irgendwie dann die Meisterschaftsentscheidung bringt, ein missglückter Boxenstopp. Ja. Ja, Marius Berth fährt hier jetzt aber noch weiter. Ist jetzt schon die zweite Runde nach dem Boxenstopp von Thomas Patzke. Muss man natürlich jetzt erstmal abwarten. Ja, könnte sein, dass Thomas. Hallo?
Du warst gerade weg. Also du hast, könnte sein, dass, das war noch zu hören und danach warst du weg. Ah, ja. Ist jetzt wieder alles in Ordnung, oder? Ja, jetzt geht's. Also musst du sagen, ne? Probier's einfach. Alles klar, ja. Also kann auch sein, dass der Thomas Patzke auf den weichen Reifen losgefahren ist, die dann doch ein bisschen abgebaut haben und der deswegen bis seinen Stopp vorgezogen hat und dass der Marius ein bisschen später reinkommt. Man muss ja auch nicht dreimal mit vollem Tank fahren, also man kann ja da auch noch ein bisschen variieren. Es reicht einfach nicht mit zwei Bohlen über die ganze Distanz, aber braucht dann auch nicht drei Bohlen Tanks. Also kann auch sein, dass er mit 10 Liter weniger gestartet ist oder sowas. Das wird dann wohl üblich auch bei den GT-Fahrzeugen nicht reichen, obwohl die tendenziell dann erst ein bisschen später reinkommen, aber trotzdem zwei Stops machen müssen. Ja. So, René Schammler war jetzt auch in der Box. Und Marius Bert kommt in die Box. Genau. So, jetzt gucken wir mal, wie lange der steht, damit wir mal so einen Vergleich haben. Da kommt der Carsten Riemchen. Genau. Und wir behalten rechts auch mal die Strecke ein bisschen im Auge, denn da wird dann irgendwann der Thomas Patzke vorbeikommen oder auch nicht. Genau. So, Bert fährt aber los und steht ungefähr, ja, knapp 3 Sekunden länger als Patzke. Das könnte für Patzke reichen. Wo ist er denn, der Herr Patzke? Auf der 10. Oha! Nee, das kann er nicht sein. Ach hey, jetzt kommt hier gerade alles durcheinander. Patzke jetzt 6. Nee, auch schon nicht mehr. Da haben wir wieder zwei Teamkollegen, ein bisschen Platzprobleme in der Box. So, Marius Bert ist aber vor Thomas Patzke. Und da ist sogar noch der Heiko Scheuermann dazwischen. Genau, und hat auch wieder umfährt. Jetzt bist du wieder weg. Vielleicht muss ich meine Taste ein bisschen rustikaler drücken. Ja. Ja, jetzt das komplette LMP2-Feld ist in der Box, also waren jetzt bestimmt 7 Fahrer gleichzeitig. Ja, da wurde es auch eng bei meinem Team, da waren beide miteinander drin und LMP2 hat seinen Platz nicht wirklich gefunden. Gefunden hat er ihn schon, aber belegt hat er ihn vorgefunden. Funktional gefunden, sagen wir ja, mal genau, so. Genau. Also sein Fahrzeug wurde nicht abgefertigt, weil halt doch nicht wirklich so gut Platz ist zu zweit. Also ich würde das in meinem Team nicht so lösen, dass die zu zweit reinkommen und das versuchen hinzufummeln. Da würde ich ganz klar sagen, die kommen mit einer Runde Abstand an die Boxen. Ach ja, und der Arenböhm ist ausgefallen, wie ich das hier sehe. Das ist natürlich sehr schade. Er hat mal vor dem Rennen gesagt, Hauptsache nochmal ins Ziel kommen. Ah, das letzte Mal hat es so gereicht, aber ja, schade. Sehr ärgerlich, ja. Aber sonst jetzt eigentlich bisher hat man noch keine wirklich gefährliche oder Situation beim Überrunden gesehen. Ein bisschen eng, aber das ist ja okay. Also von daher geht es hier besser wie in Laguna Seca. Richtig, so. Also Marius Bert dafür, dass er vor den Boxenstopps überholt wurde von Thomas Patzke, der allerdings kurz nach dem Überholmanöver auch in die Box ging. Und eigentlich, nach meiner Zählerei länger in der Box gestanden hat, muss er in den 3 Runden, die er länger draußen geblieben ist, doch um einiges an Zeit rausgefahren haben. Er hat jetzt momentan 3,7 Sekunden Vorsprung. Und Lenz Botzka und Heiko Scheuermann sind ja auch in die Box gefahren vorher. Ja. Also das hat sich wieder ein bisschen bereinigt. Botzka ist auch gut nach vorne gekommen dadurch, also mit seinem Boxenstopp, der ist jetzt auf 3. Ich meine, der war vorher auf 5. Ja, der ist auch richtig schnell. Aber gut, aber ich weiß jetzt nicht genau. Ach nee, Dirk Suder war ja schon vorher ausgefallen.
Oh ja, Carsten Riemichen, das war jetzt, glaube ich, so ein bisschen der Loser jetzt bei diesen Boxenstopps. Ja, irgendwie wird er jetzt mit 42 Sekunden Rückstand angezeigt. Wir können mal noch ein bisschen warten, ob vielleicht das Timing sich da nochmal einpendelt, dass die ersten beiden jetzt so einen riesen Vorsprung haben. Das ist dann doch ungewöhnlich. Es sei denn, er hat Reifen gewechselt. Das kann sein, dass gewisse Teams mit Weich oder Mittel losgefahren sind, schon beim ersten Stopp Reifen gewechselt und dafür den zweiten nicht mehr müssen jetzt. Ja. Das kann durchaus jetzt auch die Variante sein. Gut nach vorne gekommen auf Frank Schuster, jetzt auf Rang 6. Der zweimal hart fährt und dann einmal mittel. Darf genau. Ich jetzt, glaube ich, sagen mittlerweile. Ja, hast ihn ja vorhin schon verraten. Ah, noch nicht im Detail. Ja, nicht mal, was er macht, aber dass er der Informant war, hast du gesagt. Nee, da sind wir mal auch dankbar. Haben uns ja dann beim ersten Training schön begleitet, wo er anleitend technisch bedingt einen sehr frühen Ausfall hatte. Und Marius Wert ist irgendwo eingeschlagen oder kam von der Strecke ab. Wurde jetzt von Thomas Fatzke überholt. Der ist noch, der ist weg, der hat einen Disconnect. Ja, der ist rot, ja. Der ist, das ist nicht, schade. Ja. So, und da sehen wir, wahrscheinlich eine Null. Genauso ist es. Disconnect für Marius Bert. Oh, wird der sich ärgern? Was wird der sich ärgern? Das ist immer der mühsamste Ausfallgrund. Ich meine, wenn du selber halt einen Fehler machst, Kollision, einen Rennunfall, kann man ja alles akzeptieren, aber ein Disconnect ist halt immer extrem hart. Ja. Ja, vor allem in Führung liegend. Ich meine, es ist immer hart, aber besonders dann natürlich in Führung liegend. Ah, yes. Aber wer hat das nicht auch schon erlebt? Ja, richtig. 5 Uhr morgens beim 24-Stunden-Rennen und so. Damals, wo es noch halt nicht so die Rejoin-Möglichkeiten, mehrere Starts gab und so. Ja. Es hat wirklich das Aus, war das Aus. Ja, kennen wir ja alles, aber... Ja. Ja, also wir sind, momentan haben wir ja hier gerade ein bisschen, obwohl der Micha Müller, der macht, nee, doch nicht. Ja, Robert Schadenau und Stefan Bäumler sind sich da ganz schön nahe, unter einer Sekunde. Ja. Rang 18 da. Genau, dann gehen wir mal dahin. Oh, das war die 9, 10, 18 wollten wir, genau. Stefan Bäumler war das. Ist, glaube ich, eher ein bisschen abseits der Strecke, der Stefan. Nein, also wir haben jetzt tatsächlich dieses Rejoin-Plugin zu mit neuen Funktionen wieder. Es wird jetzt. Wir hatten in den letzten Rennen noch ziemlich viel Ärger mit der blauen Flagge, weil die natürlich im Spiel so nicht mehr angezeigt wird. Und man muss das halt über die Scoring-Page machen. Dafür ist halt auch der Spotter da. Und so, jetzt kommt Schaudern an die Box. Und ja, das hat halt bei den Spottern, war das dann immer so ein bisschen stiefmütterlich. Ne? Man hat dann wenig in die Penalty-List geguckt, ob man da... Und dann hat er dann im letzten Rennen ein Team, das hatte 27 blaue Flaggen verursacht. Und die anderen sind bald irre geworden, bis sie dann irgendwann mal zu mir gekommen sind, wir dann die Situation geklärt haben. Und da gibt es jetzt eine neue Funktion, dass ab der dritten blauen Flagge gibt es dann... eine Drive-Thru und wenn die nicht abgesetzt wird, gibt es eine Runde zurück. Also keine Disqualifikation, weil das wollen wir ja nun wirklich vermeiden. Dann bräuchten wir das Plugin nicht. Aber es gibt dann halt empfindliche Strafen bei sowas und das funktioniert jetzt alles automatisch. Und also es ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr toll. Es gibt mittlerweile sogar für SimRace TV gibt es eine Fernsteuerung. Das heißt, ich kann von der Webseite aus, kann ich die Autos anwählen, die wir switchen dann über R-Factor und solche Sachen. Also es ist schon wirklich richtig toll geworden mittlerweile. Und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt einen Testrennen fahren wollen, weil wir auch einen neuen Dedicated Server haben oder eine abgewandelte Form eines Dedicated Servers für R-Factor haben, der angeblich sehr, sehr viele Autos supportet, also wo das funktionieren soll. Das wollen wir jetzt auch demnächst testen. Also da für Le Mans dieses Jahr ist, glaube ich, da einiges mal von dem Wetter und den ganzen Sachen, was da ja sowieso schon gang und gäbe ist bei vielen. Auch da setzen wir noch eine Kleinigkeit drauf, weil wir werden dann Real-Wetter, also Live-Wetter von der Strecke bekommen.
Und die Teams können dann über das Regenradar von wetter.com können sie sich dann informieren, ob es regnen wird oder nicht und all solche Geschichten. Also es wird immer realer und es macht sehr, sehr viel Spaß, das da zu beobachten, wie sich das alles entwickelt. Also wirklich eine großartige Geschichte. Ja, klasse, da werde ich dann auch wieder. Aber schon wieder, ja. Der Regen ist in R-Faktor 1 oder wird der nicht animiert? Oder doch? Doch. Das Plugin animiert das völlig. Also du siehst dann Wolken aufziehen, es wird dunkel, es fängt an zu tröpfeln, fängt an zu regnen, Strecke wird feucht, nass, trocknet wieder ab. Auf der Ideallinie dann erstmal und dann auch abseits. Also es ist schon ein sehr, sehr gutes Plugin. Die Leute, die das programmiert haben, ich habe den mittlerweile kennengelernt, also das ist ein, er hat selbst Nachim Enbar hat gesagt, vor dem muss man niederknien, vor diesem Typen. Und so, jetzt gibt's hier ein, ja, das war aber eher eine Überrundung, oder? Ja, Steven Zecher gegen Thomas Batzke, das kann nur eine Überrundung gewesen sein. Genauso, der Steven fährt nämlich auf 10, gehört irgendwie zu Vortex, nicht irgendwie, sondern ist auch ein Vortex-Team, da gibt's da auch keine Diskussion. Kurzen Hinweis und dann wird da Platz gemacht. Ja, in der GT2, das waren die beiden Führenden in der Box gewesen, da gab es jetzt keine Veränderung, also Jonathan Erzin führt weiterhin vor Ralf Gillis und Daniel Faber, genau, weiterhin auf Platz 3, also immer noch der Führende in der Meisterschaft. Hat denn da irgendjemand eine Information mit dem Gillis, weil ich habe ihn, eigentlich wüsste ich nicht, dass der schon mal gefahren wäre. Der schon mal gefahren diese Saison? War glaube ich nur angemeldet für das Rennen, wird jetzt wird als Ersatz für Daniel Steinbeck gemeldet. Ah, okay, alles klar. Ja, aber der ist hier richtig flott unterwegs, da muss man sagen. Hinter Daniel Faber ist es auch noch ungefähr gleich 1,5 Sekunden Markus Broich und weiter 2 Sekunden dahinter Robert Schauderner. Ja, aber Markus Broich kommt wieder näher. Und das ist eine Geschichte, die dürfte Daniel Faber nicht gefallen, weil die Position darf er nicht verlieren. Ja, hier als Vierter wäre er dann, glaube ich, 1 Punkt in der Gesamtwertung hinter. Genau. Erzin. Das ist auch im Moment das spannendste Duell auf der Strecke, also die anderen Fahrer, da sind mehrere Sekunden Abstände dazwischen, auch das Führungsduo hat sich jetzt durch das Ausscheiden von Marius Berth hat sich dieser Zweikampf auch erübrigt und da führt jetzt Thomas Patzke mit 26 Sekunden Vorsprung vor Jens Patzke. Also ja, also mir scheint aber tatsächlich, dass Patzke der Einzige aus der Führungsgruppe ist, der keine Reifen gewechselt hat. Und somit, vielleicht Marius Berth hat das wohl genauso gemacht. Aber, hoppala. Ah, Steven Zecher gehört zum No Limit. Entschuldigung. So, und jetzt machen wir mal, da es jetzt hier gerade ein bisschen ruhiger ist. Herzlich willkommen, mein lieber Kai. Ja, schönen guten Abend nochmal. Ja, Mensch, jetzt haben wir dich hier. Kai, letztes Rennen. Einer, ich will mal sagen, doch durchweg erfolgreichen Rennserie, auch wenn es jetzt zum Ende hin ein bisschen weniger Beteiligung wurde, aber letztendlich haben wir heute immer noch 24 Autos, so viele haben sonst andere in der ganzen Rennserie nicht. Und ist ein bisschen Wehmut? Ja, kann man so sagen, ein bisschen Wehmut ist schon dabei. Wie du gerade schon gesagt hast, war eine relativ schöne und auch, denke ich mal, erfolgreiche Serie, also zumindest was die Fahrerzahlen angeht und wie es angenommen wurde. Und da ist ja nun auch, denke ich mal, oder zumindest für die nächste Zeit, das allerletzte Rennen erstmal für Sackspitze allgemein ist, ist es schon ein bisschen wenig dabei, auf jeden Fall. Wie lange warst du da jetzt insgesamt? Wie viele Jahre? Bei Sackspitze, ich bin seit 2009 bei Sackspitze. Ja, es ist schon ziemlich lange Zeit und das ist schon, ja, vor allem sehr, sehr intensiv.
Da habe ich eigentlich alles mitgemacht, was da zu machen war. Und die letzten 1,5 Jahre auch so ein bisschen in der Orga mitgespielt und mitgeholfen, soweit es mir möglich war. Und naja, man hat halt einen Zug dazu. Ne? Dann ist es schon nicht ein blödes Gefühl, aber ein komisches Gefühl, wenn man jetzt so denkt, das ist wirklich das letzte Rennen, was wir jetzt hier so zusammen austragen. Ich möchte aber noch mal ganz kurz was sagen. Ich habe leider jetzt in dem letzten Rennen noch einen Bock geschossen. Und zwar habe ich die Texturen für die Strecke überarbeitet, sprich auf den äußeren Stand gebracht. Nur leider ist bei dem Sinken schief gelaufen und wir haben jetzt leider die Texturen, sprich teilweise die Flyer auf der Strecke und die Werbetafeln von dem Jahr davor. Dafür möchte ich mich mal eben entschuldigen, das ist leider schief gelaufen. Ich habe da was nicht bedacht und deswegen ist das leider nicht so, wie es sein sollte. Mein lieber Kai, ganz ehrlich, wenn ich dir das sage, werden die meisten wissen, dass ich dazu was sagen kann. Wenn es nichts Schlimmeres ist, dann leg ich mir. Nee, schlimm ist es eigentlich nicht. Das wollte ich nur eben gesagt haben, weil ich habe mir da eigentlich was Besonderes ausgedacht gehabt noch. Und na gut, das ist jetzt leider nicht zu sehen, aber kann man nichts mehr dran machen. Ja. Ist Pech. Ja, gut, dann ist es insofern natürlich ärgerlich, keine Frage, aber es ist jetzt nichts, was der Qualität der Serie oder sonst dergleichen Dinge auch nur den geringsten Abbruch tut. Also das ist, mir wäre es gar nicht aufgefallen. Ich habe nur vorhin gedacht, oh, da hängt noch ein Banner von der Europa Liga. Ja, dachte ich so, naja gut, egal. Also, ja. Mir ist so ein bisschen das Herz stehen geblieben, wie ich vorhin angefangen habe, das Spiel zu gucken und ich dachte, hä? Ich sag, du hast doch die ganzen Sachen ausgewechselt. Warum sind die jetzt auf einmal wieder zu sehen? Ich weiß aber mittlerweile, woran es liegt. Tut aber nichts zur Sache hier und ist einfach mein Pferd gewesen und ist ein bisschen doof gelaufen. Aber wie du schon sagst, ist das gut, wenn man keiner guckt. Genau. Ja. Ja, wie gesagt, Serie war, finde ich, war eine schöne Serie. Wir haben, denke ich mal, hier im Stream schöne Rennen gesehen, spannende Rennen gesehen. Und ich denke mal, die Fahrer müssten zum größten Teil auch zufrieden sein. Ich habe zumindest bis jetzt noch nichts anderes gehört. Und wollen wir sehen, was das Serienfeedback so hergibt noch, was nachher noch beschrieben wird. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir eigentlich eine ganz gute Serie hingekriegt. Ja. Also ich mache ganz kurz dazwischen. Thomas Batzke jetzt mit einem sehr frühen zweiten Bockenstopp. Also ob der wirklich planmäßig war, da mag ich bezweifeln. Ja, ich denke mal, der wird Probleme mit dem Reifen bekommen haben vielleicht. Da er ja definitiv beim ersten Mal nicht gewechselt hat. Keine Ahnung, was da jetzt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt die 40 Minuten, 42 Minuten noch durchfährt. Aber da Marius Bert raus ist, denke ich mal, wird er keine Mühe haben. Ich weiß jetzt nicht, wie er sich gegen Jens Potzka durchsetzen kann, wenn er noch einen zusätzlichen Stopp macht. Wenn das ein zusätzlicher Stopp ist, dann ist es natürlich ganz schwer, aber ja. Mein Gott. Ja gut, die anderen müssen ja alle nochmal einen kurzen Tankstopp machen, aber Reifen hat er jetzt auch nicht gewechselt. Ne? 38 Sekunden können ein bisschen knapp sein für einen Reifenwechsel noch mit dabei. Ja, vielleicht hat er jetzt nicht getankt, weil er ja noch einen Sprit hat, wenn er sowieso noch einen Stopp machen muss. Also werden wir sehen. Das ist natürlich schön. Das kommt noch ein bisschen Spannung dazu. Also was ist mit Batzke? Also werden wir mal schauen. Eigentlich wollte ich ja den Kai nicht unterbrechen, war nur kurz aus aktuellem Anlass, wenn der führen will. Das ist viel wichtiger, als das, was ich zu sagen habe. Na, das nicht zwingend, aber führen wir es natürlich schon. Nee, Kai, weiß es nicht. Möchtest du schon irgendwas sagen über zukünftige Dinge oder? Nee, möchte ich jetzt hier ganz ehrlich nicht, weil das, denke ich mal, das ist jetzt hier noch ein reines Sackspitze Vortex. Ja, und alles, was danach kommt, wird in irgendeiner Art und Weise. Oh, und wir sehen, dass ich nicht an. Genau, der nächste Unterbruch. Unglaublich. Und jetzt ist genau das passiert, was natürlich dem Daniel Faber nicht passieren darf. Ein Fehler und er verliert seinen dritten Platz. Also jetzt wird's eng. Wir sehen es hier nochmal, er kommt hier nach außen, er fährt hier in den Kies, wirklich nur ein kleiner Ausrutscher, aber das lässt sich Markus Borch nicht entgehen.
So, und ich weiß nicht, also ich will dem Daniel nichts Böses, aber ich bezweifle, dass er da mal ranfahren kann, wenn der Markus keinen Fehler macht. Auf jeden Fall noch richtig spannend, die vierte Klasse, super. Sehr dramatisch, allerdings, ja. Ja, aber genauso wollen wir es noch machen, oder? Ja, also von Zuschauern natürlich perfekt. Also, ja. Three White sieht das, glaube ich, anders. Moment. Ich glaube, der Daniel Faber stimmt dir jetzt gar nicht zu in dem Moment. Ach Gottchen, ja. Aber noch sind es 39 Minuten, also da kann noch allerhand geschehen. Da ist noch gar nichts in trockenen Tüchern. Auch der Führende hat die Zielflagge noch nicht gesehen, also wollen wir da mal nicht zu voreilig sein. Ja. Und er hat auch nur 2 Sekunden Vorsprung auf Micha Müller. Und wir gucken mal so ein bisschen in die Rundenzeiten. Naja, der Jens fuhr letzte Runde 1,51, Micha Müller 1,49, das andere 1,49,6. So 1,4 Sekunden langsamer als der Zweitplatzierte. Einzig hier Thomas. Ach nee, das ist ein 2,42, das war mit dem Boxenstopp. Ich dachte schon, der fährt hier 1,42er Zeiten im Rennen. Da hätte ich mich jetzt schon etwas gewundert. Ach, wir haben mittlerweile noch einen weiteren Gast bekommen. Der leider ausgefallene Marius Bert macht uns jetzt aber doch die Freude, hier vorbeizuschauen. Ja, dann erzähl doch mal, was ist geschehen? Ja, hallo erstmal. ja. Genau, das gleiche wie in Long Beach, irgendwie, keine Ahnung, Disconnect, ganz komisch. Auch im Channel gefragt, die in die Versen, ob der Server geschmiert ist, was wirklich sehr komisch war, hinterm Steven Zecher, auf einmal war er weg, da dachte ich schon, dass bei ihnen irgendwas passiert ist, und dann gucke ich unten auf die Anzeigeliste, wo die Wagen halt nachher fahren. Und dann war ich da als Einster noch, und dann hatte ich schon eine böse Vorahnung. Ja, wieder sehr ärgerlich, genau das gleiche wie in Long Beach und Führung liegen auszufallen, ist schon halt irgendwie deprimierend. Das war aber jetzt nicht irgendwie auch noch zur mehr oder weniger selben Uhrzeit? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Naja, auf alle Fälle ist es... wann hat man denn das zuletzt, wir beiden? Ich meine, wir hatten ja für gar nicht lange Zeit schon mal so eine Diskussion, oder? Ja, in Long Beach, glaube ich. Halt. Wie gesagt, hier auch an der Serie, da hatte ich genau das Gleiche. Ja, ich dachte noch woanders, aber egal. Ja, jedenfalls, jetzt habe ich den Punktestand jetzt gerade nicht im Blick. Welche Auswirkungen hast du schon nachgerechnet? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Meisterschaft? Den Zweitplatz mit dem LMP-Team müssten wir sicher haben. Jedoch, der Daniel ist jetzt hier hart am Kämpfen. Dadurch, dass ja er jetzt auf Platz 4 im Moment gefallen ist, hat er wichtige Punkte im Moment verloren. Schauen, ob er sich nochmal zurückkämpfen kann. Ja, mal gucken, wie es läuft. Ja, glaubst du denn, dass er die Performance hätte gegen Markus Broich? Ich glaube, sie haben ungefähr die gleiche Speed. Ich weiß jetzt nicht, was seine Reifen machen und auf was für eine Strategie er ist, weil er hat ja eigentlich immer gute Ideen. Ich habe eine Idee, ja. Schauen wir mal, wie es noch läuft. Im Moment fährt er, glaube ich, wieder leicht dran, so wie es hier aussieht. Ja. Mal gucken. Ja, müssen wir echt mal schauen. Also... Ja gut, das wirst du natürlich auch nichts zur Strategie verraten, was er da jetzt so vorhat, beziehungsweise was er bisher gemacht hat. Da haben wir jetzt auch nicht so genau drauf aufgepasst, weil wir einzig nur das bestätigt haben wollten, was man uns im Vorfeld über die LMP-Klasse gesagt hat. Und gut, jetzt werden wir mal gucken, ob er da nur nochmal eine Chance hat. Auf alle Fälle ist es nach wie vor das engste Duell hier. Und mal hoffen, dass da ein bisschen Action passiert. Ja, dann drücken wir euch auch ganz doll den Daumen, dass es wenigstens hier noch zum Sieg in der GT ist, das wenigstens. Also zweiter Platz ist ja nur auch nicht unbedingt das Schlechteste. Aber dass es vielleicht noch zum Sieg in der GT-Klasse reicht. Jo, danke schön. Schauen wir mal, wie es noch so verläuft. Ja. Ja, dann geh du mal noch eine Runde weinen. Anders kann man das nicht sagen. Was anders bleibt dir auch nicht. das ist, ja, wie bitter das ist, weiß jeder, der irgendwie... weil Simracing sowas erlebt hat, und das dürfte ziemlich jedem passiert sein. Ja, und dann hoffen wir mal, dass mal ich dann so ist denn was Ähnliches in der Nachfolge gibt, dich dann da wieder am Start sehen.
der etwas bessere Verbindung natürlich. Ja, das ist die Frage. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo das liegt. In Long Beach konnte ich schon denken, weil für die kurzen Rennen fahre ich halt immer mit dieser Steckdose da, was man dran macht, dieses WLAN mit Steckdose. Dachte ich daran nichts, dann habe ich vorher extra Kabel ausgepackt, aber irgendwie wieder dasselbe Problem. Mal schauen, müssen wir mal drüber gucken über einen Router oder so. Weiß ich nicht. Ja, viel Glück auf jeden Fall bei der Fehlersuche. Jo, danke schön. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und ich unterstütze nochmal den Daniel. Ja, genau. Okay, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss, danke für den Besuch. Kein Problem. Ja, mir bleibt eigentlich auch nicht mehr so viel zu sagen. Ich möchte mich eigentlich nur nochmal eben bei der Rest der Orga bedanken, der Leitung bedanken. Das wäre dann im Einzelnen der Olaf Ness, der Stefan Bäumer, Thomas Batzke, Daniel Wutt und Carsten Riemichen. Die haben mich da wirklich tatkräftig unterstützt. Wir haben uns die Arbeit gut aufgeteilt und da möchte ich auch nochmal ein Dankeschön sagen. Denke aus, mal, dass... Aus? Aus? Ach, ich wollte noch einen Satz anfangen, aber Nein, mache ich direkt weiter. Bin ich nicht, aber ist egal. bei euch dreien möchte ich mich natürlich auch ganz herzlich bedanken für die schönen Streams. Waren alle sehr unterhaltsam und kurzweilig. Und wirklich, also vielen Dank dafür, für die Mühe, für die Arbeit, die ihr euch gemacht habt. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Und ganz zum Schluss natürlich möchte ich mich noch bei allen Teams und den Fahrern bedanken. Ohne die wäre es ja, sage ich mal, gar nicht zu der ganzen Sache gekommen. Danke für die zahlreichen Anmeldungen, wo die Fahrerzahlen jetzt zum Schluss leicht eingebrochen sind, aber ich glaube, das haben wir überall bei sämtlichen Rennserien. Wie gesagt, trotzdem möchte ich mich bedanken bei den Fahrern, die bis zum Schluss dabei geblieben sind und die Teams und hoffe, dass, wenn es mal sowas in naher Zukunft nochmal gibt, wieder den einen oder anderen begrüßen zu dürfen. Davon kannst du ausgehen. Da werden wir für sorgen. Ja, mein Lieber. Genau. Okay. Ja, haben wir gerne gemacht, überhaupt keine Frage. Also ich für meinen Teil kann das auf alle Fälle sagen und jederzeit gerne wieder. Und weil gute Rennaction verdient auch gebroadcastet zu werden und die gab es hier immer, egal wie das Rennen verlaufen ist. Es war immer spannend. Und ja, ich denke mal, der Leo und der Tobias sehen das nicht wesentlich anders. Ja, da auf jeden Fall immer spaßig, sehr interessant. Also hier gerade jetzt haben wir auch vorher gesehen, der Daniel Faber wirklich am Limit gepusht. Der war dann des Öfteren mal ein bisschen in der Wiese. Und Action war immer garantiert. Ja, wir sehen hier, dass der Michael Müller in Führung liegend ohne ein wichtiges Aerodynamikteil unterwegs ist. Ja, das kann man auch als Cheaten bezeichnen. Mehr Topspeed und Jens Kotschka ist draußen. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie der auf Platz 10 kommt, aber er in Führung liegend ebenfalls ausgefallen. Ja, gab also zwei Ausfälle in der Zeit. Der Jens Kotschka war einer davon und der andere war Mike Neumann. Beziehungsweise es gab sogar drei. In der GT2-Klasse ist der Stefan Bäumer auch noch ausgefallen. Oh nein. Ja. Das ist schade, weil es auch gleichzeitig mein Teamkollege ist. Ja. Ja, und Michael Müller kommt jetzt, wie wir gesehen haben, eben schon im Anschnitt in die Box. Und lässt sich da seinen Schaden reparieren. Dafür haben wir jetzt nochmal eine Doppelführung für die feststehenden Sieger in der LMP2-Klasse in der Gesamtwertung, Carsten Riemichen und Thomas Patzke. Gut, er kann jetzt immerhin diesen Schaden gehabt beheben, zusammen mit seinem regulären Boxenstopp, also immerhin nicht, zumindest nicht ein extra Boxenstopp notwendig. Ja. Ja, wir mal horchen, ob der Jens dann eventuell noch mal kurz zu uns kommt und da noch mal kurz sagt, was passiert ist, weil das haben wir natürlich jetzt nicht mitbekommen. Ich möchte jetzt auch nicht so weit zurückspulen. Gut, ich bin dann erstmal raus. Ich verabschiede mich und wir hören und sehen uns bestimmt mal an einer Stelle wieder. Na klar, okay. Also, gut. Wie gesagt, bis bald und dann in alter Frische. Auf jeden Fall. Danke okay. Und tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Ja, aber in der GT2-Klasse, das geben noch spannende 30 Minuten, würde ich mal sagen, denn der Daniel Faber lässt auf keinen Fall locker, ist jetzt nochmal eine Sekunde hinter dem Markus Broich und den dritten Platz, den will er unbedingt haben. Ja, aber wie Leo eben schon sagt, und wir haben es ja auch gesehen, er pusht ungemein und das ist natürlich dann auch kreuzgefährlich. Also da ist dann der ein oder andere Fehler dann auch schon wieder vorprogrammiert, nein, nicht vorprogrammiert, aber die Wahrscheinlichkeit steigt. Und wollen wir mal hoffen, dass er das sauber hinkriegt, also dass er jetzt nicht nochmal einen Riesenbock schießt oder so. Ja, und was wir vorher im Interview gehört haben, dass er hat Ideen, da hat uns schon das eine oder andere Mal überrascht mit irgendwie extrem langen Stints und doch, er hat schon auch immer für ein bisschen Furore gesorgt hier mit nicht ganz gewöhnlichen und zu erwartenden Strategien. Genau, da können wir uns ja noch an das Rennen in Daytona erinnern, wo wir uns gefragt haben, wo er auf einmal herkam mit seiner taktischen Meisterleistung. Das war schon sehr gut damals in Daytona, was er da gezeigt hat. Und ich denke, diesmal ja, muss er nochmal ein Ass aus dem Ärmel zaubern, um dann nochmal an dem Markus Broich vorbeigehen zu können. Ja. Die beiden Porsche vor ihnen, die sind doch irgendwie um 20 Sekunden weg, ja. Aber immer noch nur 3 Sekunden auseinander. Richtig. Wobei ich mir beim Jonathan Erdschin natürlich durchaus vorstellen kann, dass er das relativ kontrolliert so fährt, dass er vielleicht auch noch ein bisschen Reserve hat, aber natürlich auch nicht zu viel Unnötiges riskieren will. Und das relativ kontrollieren, ja, das heißt, ich kann noch kontrollieren, ich das sag mal, besser nichts mehr dazu. Ja. Ja, also, auch er pusht. Ja. Ja, magentechnisch drücke ich ihm natürlich vollkommen die Daumen, also, der große Ferrari-Liebhaber, da ist mir Porsche wesentlich sympathischer. Von daher ist es natürlich schön, wenn in diesem traditionellen GT2-Zweikampf, den wir auch in der realen LMS schon häufiger gesehen hat, also Ferrari gegen Porsche, und wenn wir das hier auch haben und am Ende der Porsche gewinnt, ist das sehr schön. Ja. Ja, ich, für mich persönlich war es ja schade, dass die angemeldete Corvette schon bald nicht mehr zu sehen wurde, wegen dem Team oder das Geld aus oder sowas. Und ja, ist doch in der richtigen LMS auch noch immer die Autos, die da auch mitbestimmen. Ja. Naja, zumal ja jetzt mal abzuwarten bleibt, was die neue Corvette tut, beziehungsweise nicht tut. Ich denke mal, eine Motorsportvariante, ich weiß nicht, die werden wohl jetzt erstmal den privaten Käuferkreis befriedigen, um ein bisschen Geld zu verdienen, und dann wird es dann wahrscheinlich dann auch die entsprechenden Ausstatter geben, die dann sich das Auto vornehmen und dann halt sporttauglich machen. Also ich denke mal, dass 2014 in Remo dann schon eine T7 am Start stehen wird. Oder? Ja, also muss man halt dann schauen, ob das 2014 schon wird, fraglich mit so einem brandneuen Auto. Also ich glaube, da muss man schon noch, ja, obwohl ein Jahr ist eigentlich so eine normale nach dem Release eines Serienautos. Das müssen schon hinkriegen, vor allem da ja etliche an so einer Technologie der 10.7 ja aus der 10.6 Rennversion kommen eigentlich. Also ja, von daher ja. Sind die schon relativ nahe verwandt, mal grundsätzlich vom Fahrwerk her aerodynamisch wird sich natürlich noch ein bisschen was ändern mit der neuen Karosserie, das ist klar. Ja, ja. Ja, wie gesagt, zu wünschen wäre es, weil diese Fahrzeuge gehören nun mal in dieses Feld. So, jetzt kommt Erdchen in die Box. Jetzt aber definitiv dann zum letzten Mal. Vieles geht, bleibt draußen. Übernimmt dann jetzt erstmal die Führung. Und ich denke auch, die beiden Ferraris werden vorbeifahren, falls sie dann nicht in die Box abbiegen. Ja, wir gucken mal. Mehr Möglichkeiten haben sie jetzt ja auch nicht. Ja, es ist jetzt einfach noch länger draußen bleiben oder früher reinkommen. Ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt hier der Vorteil wäre, aber die fahren beide weiter. Ich denke mal, Erdschien hat sich das so hingerechnet, dass er sich jetzt dann die Reifen holt für den letzten Stint. Im Zweifelsfall dann, ja, also er steht hier jetzt deutlich länger. Nee, doch nicht. 30 Sekunden beim GT. Ich weiß es nicht, ob der GT steht etwas länger als der LMP.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Könnte ich jetzt auch nicht mehr mit Sicherheit sagen. So, und ab geht's. Ja, dann werden wir mal beobachten, was deine Kontrahenten machen, beziehungsweise eigentlich, Gilles ist ja nun hier irgendwo eigentlich nur das Zünglein an der Waage. Genauso wie Markus Broich. Weil letztendlich fährt Erdschien hier gegen Daniel Faber. Er ist jetzt auf Rang 5 sogar zurückgefahren. Auch Robert Schauderer konnte noch vorbeifahren, aber die kommen alle nochmal in die Box. Genau, das hat sich dann relativ schnell wieder erledigt. Nee, Vierter ist er. Nee, ja, Fünfter, Entschuldigung. Ja, richtig. Dahinter haben wir noch Richard Fahm und Dirk Vogel. Aber die sind schon ohne Boxenstopp schon 38 Sekunden hinter Erdschien. Also da, die spielen hier keine Rolle mehr. Aber also wie wichtig für Erdschien jetzt einfach, dass er jetzt frei fahren kann, dass er jetzt nicht mehr irgendwie langsam das GTA Fahrzeug vor sich hat. Und genau. Das klappt wunderbar. So, Steven Zecher ist jetzt hier an Todd Helling vorbei gekommen. Ich bin mir jetzt hier nicht sogar. Ah, okay, da haben wir es gesehen. Todd Helling war. Also ganz kurz gesehen, wir haben hier leider wieder kein Replay so richtig. Ja, also sprich, ich glaube, der Ford war da etwas neben der Strecke. Wir sehen unser Informant, Frank Schuster ist jetzt auf Platz 5. Das war der Platz, den er eigentlich vor dem Rennen angestrebt hat. Hat er zu mir gesagt, dass er möchte gerne nochmal in die Top 5 fahren. Im Moment, ja, macht ihm, glaube ich, das im Racing auch nochmal richtig Spaß. Fährt ja nebenbei auch noch eine GTL-Meisterschaft, sehr erfolgreich. Und da ist er, glaube ich, jetzt wieder richtig motiviert und greift gerne ins Lenkrad. Robert Schauderner in der Box, damit ist der Jonathan Erzi nochmal in eine Position nach vorne gerutscht. Ist jetzt auf der Strecke auch, ne, das ist der Abstand, Markus Broich, Daniel Faber, die 1,5 Sekunden, der Jonathan Erzi ist da 17 Sekunden dahinter. Ich glaube, der Abstand ist etwas größer, das haut nicht ganz hin vom Timing her. Also das sind bestimmt 2,5 Sekunden. Sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht kurz zur LMP so zusammenfassen. Thomas Batzke mit happigen 36 Sekunden Vorsprung auf Carsten Riemichen und der mit 7,5 Sekunden vor Michael Müller, also da keine Zweikämpfe im Moment. Nee. Also auch auf den restlichen Positionen da momentan gar nichts. Das Engste ist nach wie vor hier noch Faber und Broich. Oh, Dirk Vogel ist jetzt Schauderner vorbei. Mag aber am Boxenstopp gelegen haben. Schauderner ist da wohl gerade rausgekommen. Ja, da vorne fährt Dirk Vogel, aber ich denke mal, der kommt auch noch mal rein. So, jetzt gehen wir mal trotzdem wieder zu Jonathan Erdschin. Ne, wir gehen mal gar nicht zu Jonathan Erdschin, sondern wir gehen mal zu dem Ralf Gillis. Er hat jetzt ungefähr 40 Sekunden Vorsprung vor dem Jonathan Erzin. Also das könnte spannend werden, wenn er jetzt noch ein bisschen länger fahren kann und dadurch weniger nachtanken muss. Er fährt jetzt ja doch bestimmt schon 4-5 Runden länger als der Jonathan Erzin. Ja, die Frage ist halt jetzt, was wirklich schneller ist. Wir gucken mal in die letzten Rundenzeiten. 2:06 für Gillis und Erdschien, ja, ähnlich. Also die nehmen sich momentan nicht so wahnsinnig viel. Gillis eine Zehntel schneller, nicht mal, ja doch, etwas über eine Zehntel schneller.
In der letzten Runde, jetzt haben wir die anderen Runden, müsste ich jetzt mir erst aufrufen, aber werden wir sehen. Also dadurch, dass es ja kein Boxenstoppfenster gibt, ist natürlich das hier in der Strategie völlig frei. Ich meine, wenn er fährt bis zur letzten Runde oder wenn er durchkommt mit den Reifen, ja, dann ist auch gut. Weil, soviel ich weiß, die GTs müssen eigentlich oder müssten wahrscheinlich nur einmal tanken. Ich denke, man müsste dann sehr sparsam fahren. Also es gab Strecken, wo es eigentlich möglich wäre, wo du aber dann nicht pushen kannst. Ja. Und ich denke, grundsätzlich müssten sie auch zweimal reisen. Sie können zwar etwas länger draußen bleiben, aber halt nicht genug, um nur einen Stopp zu machen. Ja. Und daher haben sie ein bisschen größere Möglichkeiten, was ihr Stoppfenster betrifft natürlich. Ups, da liegt schon wieder ein Splitter. Ja, also nicht ein Splitter, sondern eine komplette Front. Das sieht mir aber eher nach einer LMP-Front aus. Also dem Führenden gehört sie schon mal nicht. Den Zweitplatzierten auch nicht, aber irgendwie, nee, auch Müller nicht. Lange Jägermann sieht alles gut aus, auch bei Frank Schuster. Jägermann ist noch vollständig. Wie sieht's aus mit Steven Zecher? Auch da hier. Tortelling könnte. Nee, der hatte nur ein Dreher, da ist auch alles gut. Ja, dann war es wohl dann doch ein Front eines GTs oder das Teil liegt einfach schon eine Weile da. Weil ich sehe hier momentan keine Fahrzeuge. Nö. Oder der war schon in der Box und wir haben es halt so lange nicht gesehen, das Teil. Ja, ja. Ich weiß nicht, was hier eingestellt ist, wie lange die Teile liegen bleiben. Auf alle Fälle kommt Patke jetzt nochmal in die Box. Oder es war doch nur der Unterboden und weil er halt so senkrecht gestanden hat, sah es ein bisschen nach mehr aus mit dem Schatten. Ja, ist durchaus möglich. So, jetzt wollen wir mal gucken. Weil was jetzt auch nicht ein üblicher Zeitpunkt für den Boxenstopp von einem LMP-Auto jetzt 20 Minuten, 18 Minuten vor Schluss. Ja gut, Patke war ja zwischenzeitlich war ja bei Dreiviertelstunde vor Schluss, 46 Minuten oder so war er ja drin. Das heißt, das könnte durchaus sein, also wo ich das sehe, wird Riemichen jetzt wohl vorbeigehen. Ja, der steht ganz schön lange. Riemichen geht jetzt fährt er los. Da haben wir es gerade so aus dem Augenwinkel sehen können. Und wenn er Pech hat, kommt hier Müller auch noch vorbei. Ja, das wird eng. Nee, das reicht nicht. Aber eine Zuschauer meint noch, dass dem dunklen Ferrari was fehlen würde vorne. Das war dann zum Beispiel der Markus Broich. Der ist nach wie vor zumindest flott unterwegs. Der merkt das zumindest nicht, wenn es er ist. Das ist ein Teamkollege. So. Weder Fahrer noch Broich noch Gilles waren bisher das in der Box. Also Ergin ist momentan Dritter. Vierter. Und wir haben noch 16 Minuten zu fahren. Und ihm fehlen auf Fahrer 23. Nee, was sind das jetzt? 17 Sekunden? Na gut, das geht natürlich schon alles nur auf, wenn die drei vor ihm noch stoppen, sonst ja. Wird es eh nichts mehr. Ja. Also nichts mehr, er wird Vizemeister. Also da wollen wir mal nicht ich glaube nicht, dass er darüber sonderlich glücklich wäre, ja, so knapp 17 Sekunden sind es. Aber ich tippe mal drauf, dass die alle noch reinkommen. Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Wird dann halt entsprechend kürzer mit der Tankmenge, aber schauen wir mal, ob es sich ausgeht. Ja, zumindest zu Gilles hin könnte das durchaus spannend werden, weil der hat auch nochmal 16 Sekunden Vorsprung, obwohl, also rein rausfahren, 20 Sekunden steht man wenigstens. Also das würde, glaube ich, ziemlich eng. Gut, die hatten auch vorher nur 3 Sekunden, also ist ja auch... Obwohl, wenn er wirklich nur 5 Liter Sprit holt oder so, dann ist es natürlich möglich, dass er nur wirklich sehr, sehr kurz steht. Dann würde es reichen, auf alle Fälle um Gilles wieder zu kassieren. Ralf Gilles war nach 18 Runden das erste Mal in der Box und ist jetzt in Runde 33. Also da kann er noch ein bisschen fahren, wenn man das jetzt mal hochrechnet. 5 Runden, aber das... Nein, bei einer Rundenzeit von 2 Minuten, also... Das gleiche bis zum Rennen.
Ja, dürfte eigentlich nicht passen. Ja, Ralf Gilles fährt jetzt in die Box. Ja. So, und dann werden wir mal jetzt hier bei Erdschien, ob er ihn erstmal holen kann. Das ist aber auch noch ein gutes Stück, bis er dann in der Box vorbeikommt. Brauche ich jedenfalls in der Box. Markus, brauche genau, die sind jetzt alle drei da drin und jetzt bleiben wir hier einfach mal bei Erdschien, um zu gucken, wo er rauskommt. Also er macht wirklich alles, was irgendwie geht. So, Gilles steht noch. Und geht jetzt an allen vorbei. Und ich habe gesehen, dass ja alle drei fahren hier gleichzeitig los. Markus Broich ist jetzt dran an Gilles. Aber fahrt auch etwas zurück dafür. Also. Ja. Und aber richtig so. Spannendes Saisonfinale. Also aber mein Lieber ist das echt mal. Aber grandios. Ja, dieses Ding liegt hier immer noch rum. Und ich glaube jetzt, der Daniel hofft einfach, dass der Markus Broich und der Ralf Gilles sich irgendwie da in die Quere kommen und ja, sei es drum, dass auch neben der Strecke landen. Hauptsache er kann diese Plätze nochmal gut machen. Ja. Aber er hat schon ein Stück Abstand jetzt, also Windschatten ist weg. Also Erdschien hat das ganze Ding hier gut im Griff. Also da zweifle ich, also der macht das, was er machen muss, nämlich ist auf dem Weg zum Sieg. Daniel Faber 5 Sekunden hinter Markus Broich, also das, ja, wird, ja. Das ist unter normalen Bedingungen nicht mehr aufzuholen, das glaube ich nicht. Also er müsste wenigstens pro Runde anderthalb Sekunden schneller fahren, um da überhaupt vernünftig ranzukommen, um in die Schlagdistanz zu kommen, beziehungsweise muss er ja dann irgendwie auch noch vorbei. Also ja. Und jetzt kommen natürlich die Überrundungen dazu, die spielen jetzt gerade Gilles ein bisschen in die Karten. Hat er jetzt ein paar Zehntel gewonnen. Aber trotzdem nach dem Boxenstopp Erdschins Vorsprung beinahe derselbe wie vor dem Boxenstopp. Genau. Ein bisschen Plus gemacht hat er, glaube ich. Doch, ja, 2-3-10, ja. Mehr waren es nicht. Ja. Ja. Dann sieht man halt auch ohne Sichtkontakt, wie präzise und präzise die Jungs hier rund ihre Rundenzeiten hinlegen. Das ist schon wieder richtig. Also das scheint so zu sein, dass dieses schwarze Teil irgendwie ein Schatten von weiter oben ist oder so, weil die fahren da irgendwie, das sieht so aus, als ob die da unten drunter durchfahren. Ganz seltsam. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Grafikfehler hier. Ja, der Schatten ist noch da, aber das Teil nicht mehr. Ja, genau. Ja, hier sehen wir die beiden Ferraris, den Abstand auch räumlich dargestellt, also das ist schon ziemlich, jetzt kommt da hinten dann die Fahrer um die Ecke, also das ist bei den Rundenzeiten, die Markus Broich hier fährt, für ihn so nicht mehr aufzuholen. Vorne wird es tatsächlich nochmal spannend in der LMP, da Carsten Riemichen ja nun durch den Boxenstopp von Thomas Patzke da nochmal was draufgepackt hat und er ist momentan in der letzten Runde war 2,5 Sekunden langsamer als Patzke. Ja, und wie gewohnt sind die drei gegen Rennende vorne doch alle zusammen innerhalb von 4 Sekunden, die drei Gründer in der LMP-Klasse. Also ja, das ist witzig, ne? Gegen also Rennende löst sich das immer dann noch wieder auf, weil die verschiedenen Taktiken, die dann wirklich nicht wirklich einen großen Unterschied machen schlussendlich. Ja. Die sorgen einfach nur dafür, dass wir Langeweile haben in der ganzen Zeit dazwischen. Ein bisschen verschnappen können, Interviews machen. Ne, das, so ist das ist die positive Sicht der Dinge.
Ja, und wenn die erstmal in Sichtweite sind, dann ist natürlich der Ansporn immer noch größer. Ja. Können vielleicht mal noch in die GT-Klasse schalten zu Richard Fram, Dirk Vogel und Robert Schauderner. Die werden jetzt hier innerhalb von einer Sekunde gemeldet. Platz 5, 6 und 7 in der GT2. Ich versuch's gerade, aber ich komme da nicht hin. Ah, jetzt. Genau. Ja, das sieht tatsächlich so aus. Also die haben hier nochmal ein richtiges Battling hier hinten. Spaß bis zum Ende. Jetzt kommt das, was in der Situation gar nichts macht. Schnell rein im Play. Ja, genau. So, und Dirk Vogel jetzt hier auf Angriff und das sieht gut aus. Jetzt hat wirklich das Überrundungsmanöver clever ausgenutzt. Aber super, wie die auch bei Rennende noch hier um 10 zu kämpfen, also fantastisch. Richtig. Das ist ja fast schon Porsche Marktpokal, auch wenn das nicht so rustikal gekämpft wird. Ja, und geht, ich glaube, Richard Rahm nochmal in die Box. Genau. 9 Minuten vor Schluss. Also bisher noch mit 2 vollen Tanks gefahren, denke ich mal. Würde ich mal vermuten, ja. Ja, und vorne hat sich das an der Spitze, die sind jetzt noch 3,3 Sekunden auseinander, also schiebt sich noch zusammen an der Spitze des Rennens. Das denn hier wurden mir eben 3/10 angezeigt, das ist natürlich Quatsch. So, und jetzt gehen wir mal ganz nach vorne zu Thomas Patzke. Der Michael Müller hat ein bisschen abreißen lassen. Nee, gar nicht. Das war jetzt, genau. Insgesamt ist der Abstand der ersten drei geschmolzen und die sind jetzt so mehr oder weniger fast identisch. Der zweite zum ersten und der dritte zum zweiten. Ein paar Zehntel mehr fehlen dir Michael Müller auf Thomas Patzke als Thomas Patzke auf Carsten Wimmichen. Aber wenn ich mir die letzte Rundenzeit angucke wieder, Patzke, diesmal waren es nur, da war es gar nur eine Zehntel, eine Zehntel schneller. Also Wimmichen verwaltet das jetzt hier oder hat er zumindest eine Runde, wo er keine Probleme hatte. Vielleicht waren er die 2 Runden vorher, wo er jeweils deutlich über eine Sekunde verloren hat. Einfach nur unglückliche Runden bei irgendwelchen Überrundungen. Verlorene Zeit. Ja, und auch Ralf Gilles hat jetzt wieder nur 0,5 Sekunden Rückstand auf den Jonathan Nerzin. Ja, ich glaube, das wird in beiden Klassen hier nochmal ordentlich zur Sache. Ja. Ja, das wäre natürlich, jetzt kannst du nochmal rechnen, Tobias, was passieren würde, wenn Gilles hier gewinnen würde und Erci nur Zweiter wäre, würde dann der vierte Platz reichen? Ja, dann reicht es, weil der Zweite bekommt 26 Punkte und dann sind nur 6 Punkte Vorsprung. Und 9 Punkte, wie gesagt, braucht der Jonathan Erci, um die Meisterschaft zu holen. Ja. Wir haben noch 6,5 Minuten. Das sind noch in etwa 3 plus eine Runde für den Führenden, also 4 Runden im schlimmsten Fall. Herr Jonathan Erci, in den letzten beiden Runden war er auch sehr langsam gewesen. Was heißt sehr langsam im Vergleich zu dem Ralf Gilles war, hat er da gut Körner gelassen. Ob er jetzt doch mit abbauenden Reifen oder ähnliches zu kämpfen hat, das ist wäre natürlich ärgerlich in der Situation. Da brauche ich, glaube ich, alles, was noch da ist. Also Gilles holt hier auf der Geraden ziemlich auf. Also definitiv etwas schneller, also der fährt dann, aber ob es dann für vorbei reicht? Die Frage ist auch, ob er vorbei gehen würde. Also ich habe keine Ahnung, wie der... Oh, jetzt wird es aber hier wirklich... Ja doch, der will vorbei.
Der geht auch vorbei. Oder nee, doch nicht. Oder doch, oder ja. Ja, also er ist erstmal vorbei. Gillis vor Ergin. Also das wäre, das war... Passiert? Nein. Leute, da ging es um die Meisterschaft. Jetzt ist das Auto krumm. Jetzt hat er keinen Topspeed mehr. Ich glaube, jetzt hat auch die Faxen dick, der Jonathan. Ja, ich glaube auch, ja. 5 Minuten Verschluss, kriegt er hier noch ein Ding mit. Das ist jetzt eine Situation, die kennt er, glaube ich, schon in den letzten 3 Rennen auch, dass er da beim Überrunden irgendwie ja, mit abgeräumt wird. So wie es aussieht, wartet Gillis. Der Abstand von eigentlich war eben schon größer. Oder? Nein. Nee, der wartet nicht. Ja, sag mal, wenn ich dachte, die wären weiter auseinander gewesen. Ja, 4 Minuten noch zu fahren, das sind ungefähr, können es ja, 2 oder 3 Runden sein. Aber dann in der letzten Zeit, der Ralf Gillis ja dann auch schneller war als der Jonathan Ergin, wäre das jetzt, glaube ich, ein hartes Stück Arbeit, hier nochmal irgendwie die Führung zu übernehmen der Klasse. Und Führung ist ein gutes Stichwort. Der Thomas Patzke ist noch 0,3 Sekunden hinter dem Carsten Riemischen. Da gibt es vielleicht, ja. Es gab ja mal die Ansage, sie fighten tatsächlich, aber ich meine, hier ist es ja nur völlig Banane, da es ein reines Team-Event ist. Das ist jetzt wirklich, werden sie wahrscheinlich sagen, komm, also wenn du eine Lücke siehst, dann fahr vorbei, aber Platz machen tue ich dir nicht. Ja, wobei, sie haben ja schon die Meisterschaft im Sack, also die können jetzt ja wirklich gucken, wer den längsten hat. Ja, genau. Da kriegt selbst der Teamchef nicht mehr allzu viele graue Haare jetzt schon. Ich könnte mir vorstellen, dass Patzig jetzt gesagt hat, du fahr mal ein bisschen schneller, weil so langsam wie du kann ich nicht fahren. Ja, wahrscheinlich haben sie auch Zeit hier im Teamspeak sich gegenseitig mit solchen Sprüchen zu bombardieren. Definitiv, also bin mir ziemlich sicher. Aber auf die Strecke bleiben müssen sie schon, weil 1,5 Sekunden ist nur der Vorsprung. Also. Naja, also passieren darf nichts, das ist richtig. Wir haben immer noch so ein Auge auf dem Timing in Richtung Jonathan Ergin, aber das sind jetzt 2,5 Sekunden nach wie vor und ich glaube nicht, dass da noch irgendwas geht. Daniel Faber ist auch nach wie vor 4 Sekunden hinter Markus Broich, also die hier Position, wir gucken mal, wann der Führende jetzt hier über Start und Ziel kommt. Also ich gehe mal davon aus, dass das diese und noch eine Runde sein wird, die wir hier zu fahren haben. Also die werden hier vor Ablauf der Zeit nochmal über Start und Ziel kommen. Ja, definitiv. Eine weitere Runde reicht dann nicht mehr, logischerweise. Aber hier souveräne Fahrt nochmal vom Meisterteam. Also. Ja. Ich denke mal, verdient gewonnen, das können wir jetzt sagen, weil egal was die zwei machen, gewonnen haben sie das Ding. Ja. Frank Schuster noch immer noch auf dem 5. Platz, aber nur 0,3 Sekunden vor Heiko Scheuermann. So, wir sind jetzt in der letzten Runde und da gehen wir jetzt mal ganz schnell dahin. Wobei wir ja wissen, mit den Überholmanövern ist es hier mehr als schwierig. Da stehen die Autos auch noch mal ein bisschen quer. Also die fighten noch richtig. Die haben noch richtig Spaß hier. Wir gucken noch mal ganz schnell in Richtung GT. Aber die Sache, das hat sich erledigt. Die sind jeweils über 3 Sekunden zurück. Der zweite in den ersten und der vierte in den dritten. Da reißt die Maus kein Fahren mehr ab. Da vorne Carsten Riemichen. Ja.
Zehntel Vorsprung. Ich denke mal, das hat man sich jetzt, glaube so, sagt, wenn du so dämlich bist hier mit deinem Boxenstopp, dann wird es auch Zweiter. Und ich glaube, Batzke hat da auch ein Einsehen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wer von beiden der Jüngere ist. Vielleicht lässt man da der Jugend mal den Vortritt und reiht sich im Alter hinten an, oder? Ja. Oder eben gerade nicht. Ich glaube eher umgekehrt. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir könnten sagen, Alter vor Schönheit. Ja. Aber auf jeden Fall eine souveräne Vorstellung nochmal. Und denke, keine Diskussion, dass sie den Titel verdient. Ja. Nach Hause nehmen. Ja. So, jetzt hier Fotofinish. Jetzt geht dann doch noch der Ball. Dann kam sie auch schon. So, herzlichen Glückwunsch. Carsten Riemichen gewinnt vor Thomas Batzke. Und auf Platz 3 kommt Michael Müller. Jetzt vielleicht noch mal kurz auf Platz 5 zurück, weil da wird immer noch gefightet. So, Platz 4 und 5 können wir tatsächlich noch nicht sagen. Nee, auch Platz 4 können wir sagen, aber Platz 5 und 6 noch nicht. Platz 4 wird Daniel Lange-Jägermann einfahren. Ja, und jetzt entscheidet sich Frank Schuster oder Heiko Scheuermann. Eieieiei, die holen sich hier wirklich in der letzten Runde, battelt hier nochmal richtig und ich befürchte, er kann wieder innen durch. Ganz cool. Ganz cool. Und ich denke mal, das war der Gnadenstoß jetzt für Heiko Scheuermann. Jetzt muss er nur noch Gas geben, der Frank. Das hat er vorher die Linie auch schon gut gewählt. Ja, jetzt 5. Platz, damit ist er, glaube ich, auch sehr zufrieden. Das freut mich auch für ihn, da wird ein bisschen parteiisch sein, aber das ist ja sein persönliches Ziel, Nummer 1, 5. Rang, super, bravo. Ja, Platz 6 somit für Heiko Scheuermann und dann haben wir hier noch den Steven Zecher. So, kommen wir zur GT und da sieht es wirklich genau so aus wie prophezeit, nämlich Ralf Gillis. Oh, was ist denn hier passiert? Genau, der Markus Broich ist noch am Erdchen vorbei, ja? Ja, aber das kann nicht. Ja, Markus Broich. Die fahren noch, die sind noch nicht durch die Ja. Also wie es aussieht, kommt der Daniel Faber auch noch am Jonathan Erdchen vorbei. Also der hatte dann noch einen Einschlag, ja. Der fährt da hinten ganz langsam. Ganz langsam, oh mein Gott. Platz 2 für Markus Broich, Platz 3 für Daniel Faber, der damit für sein Team die Meisterschaft holt und Erdschin, ja, ich weiß nicht, wo er. Oh, der wird einen Hals haben. Der wird einen richtigen Hals haben, da bin ich mir aber sowas von sicher. Ja, das sah doch lange Zeit so aus, wie er das Ding noch drehen könnte und. Er ist ein ganz souveränes Rennen gefahren, er war deutlich der Schnellste. Aber dann schon im letzten Stint hat er dann irgendwie plötzlich schon Zeit verloren. Da war schon vorher irgendwas, war dann nicht mehr ganz in Ordnung, weil da hat er dann ja plötzlich wirklich Zeit verloren auf den Abgeriss und so. Genau. So. Mir wird hier Robert Schaudernah vor Dirk Vogel angezeigt und auf der 6. Position dann Richard Frahm. Ich denke mal, Es war wirklich, also das, was die GTs hier gemacht haben im letzten Rennen, das war sensationell, auch wenn mir das jetzt mit dem Jonathan wirklich ein bisschen wehtut. Viermal hintereinander ein solches Pech zu haben, das gibt es eigentlich keine Superlative für, die man da anbringen könnte, außer irgendwelche Worte, die wir in der Öffentlichkeit nicht benutzen wollen. Ja. Denk mal, es macht ihn nicht gerade zum Befürworter der Zweiklassenrennen. Ja, obwohl er ist da eigentlich so, das dürfte der. Ja, das ist der Sieger der GT-Klasse, Ralf. Also in diesem Rennen. Ja, somit dann natürlich. Oder Tobias, wenn du mal so gut wärst, wenn du das so im Blick noch hast, die ersten drei Sieger in der Meisterschaft, die ersten drei Teams einmal zu nennen.
Ja, fällt jetzt, also ich weiß nicht, wie es zu den verschiedenen kommt. Also in der GT-Klasse, da wissen wir auf jeden Fall, dass Cyberite Motorsport vor Vortex Motorsport GT2 SE gewonnen hat. Das war das Duell, das wir die ganze Zeit im Bild hatten. Wie es dann weiter aussieht, dritter Platz, ob da Vortex Motorsport GT2 bleibt oder ob No Limit Motorsport da noch vorbeigehen kann, können wir leider nicht sagen, was die Hochrechnung angeht. Und der LMP2-Klasse, da hat, wie gesagt, Vortex Motorsport, haben wir auch eben im Bild gehabt, Thomas Patzke und Carsten Riemischen, die Meisterschaft schon im letzten Rennen entschieden. Dahinter dürfte es eigentlich auf Platz 2 auch keine Verschiebung gegeben haben. Da sollte weiterhin Three White Motorsport Junior liegen. Und da das Brakesman Racing Team keine Punkte eingefahren hat bei dem Rennen, denke ich mal, dass Wildwave Motorsport den dritten Platz da in der Gesamtwertung behält. Das Vortex-Team, das LMP-Vortex-Team, dieses Siegerteam, welchen Zusatz haben die? Die haben gar keinen. Einfach nur Also, Vortex Motorsport. genau, in der LMP2-Klasse, Aber die schönsten sind. Ah, da ist er, da ist er. Oh, Hallöchen. Guten Tag, guten Tag. Wir sind schwer begeistert. Oh Mist, wir wollen jetzt nur noch das ganz schnell so machen, dass wir hier euch noch entsprechend auch im Bild ehren. Und das richtig schön aussieht. Genau. So, wunderbar. Da sind wir. Wow. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir jetzt hier überhaupt interviewen sollen. Aber wir interviewen jetzt mal einfach so, wie es im Rennen gelaufen ist. Erstmal herzlichen Glückwunsch an den Micha Müller zum dritten Platz. Micha, war das eine angestrebte Position oder war es dann überraschend? Muss ich jetzt ganz ehrlich so fragen. Nee, die angestrebte Position war eigentlich der Sieg. Okay. Ja, gut, clevere Antwort, ja. Ja. Und dann war es, also dann war der dritte Platz logischerweise überraschend. Jetzt bleibt mir noch die Frage, freust du dich trotzdem? Ehrlich gesagt, nee, weil ich habe selbst viel zu viel Blödsinn da gemacht. Ich habe mich gedreht, was alleine schon 15 Sekunden gekostet hat. Ich habe die Reifen beim ersten Boxenstopp gewechselt, was nochmal 18 Sekunden unnötig war. Dann hat ein Kollege vor mir gemeint, er muss jemanden links überholen, wo eigentlich nur noch Mauer kommt und fliegt mir ins Auto und reißt mir einen Heckspoiler weg. Ja, nee, war unterm Strich bin ich jetzt froh, dass ich noch punkten konnte fürs Team. Das war noch wichtig. Aber es hätte deutlich mehr drin sein können. Ist jetzt nicht, Haken drunter machen. Weiter geht's. Ja, aber letztendlich, ich sag mal, die Saison so aus deiner Sicht im Rückblick, war schon cool, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja eigentlich das Ziel, wir sind ja erst im fünften Rennen eingestiegen, das so ein bisschen als sag jetzt mal, Förderprogramm zu nehmen. Für die anderen Serien, wo wir auch fahren. Sprich, dass ich zum Beispiel, ich habe das LMP2-Team die ganze Zeit betreut, habe mit den Jungs, habe mich auf die Rennen vorbereitet, mit Setups gebaut, Linien trainiert und so weiter. Und war auf jeden Fall durch die Bank durch fürs Team ein Riesenergebnis, was wir da gerissen haben. Die Konkurrenz war auf jeden Fall da. Es war ja nicht so, dass wir ohne Konkurrenz da mitgefahren sind. Vortex hat da immer einen super Job gemacht. Three White war immer ganz vorne mit dabei. Also die Konkurrenz war da. Die Jungs haben, glaube ich, auch ziemlich viel gelernt über die letzten vier Rennen. Und für uns ist es auf jeden Fall sehr zufriedenstellend gewesen. Das ist auf alle Fälle schön zu hören. Also da spreche ich, glaube ich, auch im Namen von Kai und seinen Mitstreitern. Also das ist wirklich fantastisch. Und ich meine, wir haben ja den einen oder anderen, naja, Fauxpas von dir heute gesehen. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, wenn man das mal berücksichtigt, was dir da alles so passiert ist, der dritte Platz. Also naja,
Gut, wenn nicht, zumindest nicht glücklich, aber dann doch einigermaßen versöhnlich. Also das würde ich zumindest so sehen. Aber gut, Micha, nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem dritten Platz. Weißt du jetzt schon, hast du schon gerechnet, wo das Team steht jetzt? Boah, ganz ehrlich nicht. Ich glaube, LMP2 ging, glaube ich, eh nicht mehr so viel. GT2 könnte sogar noch für den dritten gereicht haben. Ja. Und wie gesagt, also Ergebnisse waren für uns sekundär. Das war einfach nur Lernen, Spaß, ein bisschen alles fertig. Ja, fantastisch. Ja, kommen wir zum Zweitplatzierten. Da möchte ich der LMP-Klasse oder der LMP2-Klasse, da hätte ich schon ganz gern mal gewusst, Herr Batzke, was ist Ihnen denn in den Sinn gekommen? Was meinst du? Ja, bei 46 Minuten zu stoppen, wir haben den Grund nicht ganz sehen können. Hattest du einen Einschlag oder war irgendwas kaputt oder was war das denn für eine Aktion? Nee, wir haben uns gedacht, im letzten Rennen machen wir mal einen kleinen Versuch mit einer anderen Strategie. Ich musste halt einfach einen Boxenstopp mehr machen wie die anderen. Ah, okay. Und darum bietet sich halt die Hälfte gerade an bei 3 Stops. Ja. So, und das war der einzige Grund. Ah, okay. Also da haben wir nichts verpasst zu zeigen oder sonst dergleichen Dinge, sondern es war einfach jetzt eine gewollte Strategieänderung vom Meisterschaftsteam, die sich gesagt haben, okay, wir haben hier nichts mehr zu gewinnen, weil wir haben alles gewonnen und jetzt probieren wir mal noch ein bisschen. Das ist schön zu hören. Ja. Aber dann, wenn wir dich jetzt schon mal dran haben, die letzten 3 Runden, du bist ja erstmal mit ziemlich großen Schritten an den Carsten rangefahren und dann aber nicht mehr so wirklich. War da tatsächlich so, ich habe mir eigentlich vorgestellt, du hast einen Fehler gemacht mit dem Boxenstopp und habe mir dann so gedacht, habe Carsten förmlich sagen hören und zwar in seinem Akzent sagen hören, bleib mal jetzt hinten, wenn du so eine Scheiße bei ist, kannst du auch hier gleich hinten dran bleiben. So, ne? Und war das dann so, dass du gesagt hast, nee, komm? Es war einfach nur so, wir hatten den Herrn Müller ja noch im Nacken. Eigentlich haben wir damit gerechnet, dass er noch in der Box fährt, weil er ja ein bisschen früh gestoppt hat, den Stopp. Und ja, ich musste einfach nur zusehen, dass ich von ihm wegkomme und irgendwann hatte ich den Carsten eingeholt. Dann konnte man auch schon sehen, dass Michael etwas langsamer wurde. Nicht wegen seinem Spritmangel, vermute ich mir so. Und ich hätte mit viel Gewalt hätte ich noch mal an Carsten vorbeikommen können durch den Windschatten, aber es ist halt eine Teammeisterschaft und Carsten hat auch gefragt, wolltest du vorbei? Und dann habe ich gesagt, nee, fahr mal. Und das war eigentlich mit Windschatten und so weiter und mit Kampf hätten wir vielleicht noch einen Platzwechsel, aber ja, das ist eine Teammeisterschaft. Ja, das Risiko, ich meine, man kann es sich noch 10-mal verabreden, aber ein Risiko, ein Restrisiko bleibt immer, dass dann irgendwas schief geht und dann, für die Meisterschaft wäre es sicherlich nicht mehr von Relevanz gewesen, aber es wäre schon ziemlich peinlich gewesen, wenn ihr zum Schluss da beide noch abgeflogen wärt. Genau, wir haben es ja letztes Jahr hier gesehen, da hatten wir ja auch so ein knappes Ergebnis. Mhm. Da haben sich ein paar Jungs von uns auch gegenseitig die Teile vom Auto gefahren, das war dann auch nicht so witzig. Ja, der Jonathan schrieb mir das gerade eben, dürfen sie seit letztem Jahr nicht mehr, hahaha. Ja, genau. Naja, nichtsdestotrotz, mein lieber Carsten, ja, was soll ich jetzt sagen? Herzlichen Glückwunsch, klar, keine Frage. Super Ergebnis und natürlich auch dir herzlichen Glückwunsch zum Teamergebnis. Ich trau mich auch nicht schon mit meinem sexy Akzent. Ja, können wir hier. Mann, ich komme aus der Gegend, also erzähl nicht. Erzähl doch. Ja, wie Thomas schon sagte, eigentlich wollten wir alle Böde 3 Stops machen. Dann hat das Quali nicht wirklich funktioniert. Weil ich dachte eigentlich, ich könnte ein bisschen schneller, aber die Runde nicht getroffen und deswegen bin ich wieder durchgeswitcht auf 2 Stops. Hab den Thomas auch vorbeigelassen. War ja schneller gewesen mit seinen Softreifen und Motorprogramm 3. Ja, und der Rest hat sich ergeben. Der Marius ist leider abgeflogen. Ein Disconnect. Das haben wir ja gleich gefragt. Also ich sag mal, Marius hat noch nicht geschlagen heute. Der war schneller gewesen. Durch den Pech für ihn. Ansonsten eigentlich recht fair auf der Strecke zu. Und was Thomas gerade sagt, ja, ich habe ihn gefragt, aber ich hätte ihn nicht vorbeilassen. Ja, mal ganz ehrlich, Lutz, hast du den Thomas schon mal zum Diego-Interview gehabt, dass er auf 8. Platz stand? Ja, ja.
Das wäre, das war tatsächlich meine Überlegung. Ich wollte es eigentlich in der Öffentlichkeit nicht sagen, aber so zum Abschluss den Thomas nochmal ganz vorne zu haben, das wäre natürlich schon nochmal was gewesen. Ja, ja, auch als Teammeister, oder man steht ja neben mir. Genau, genau. Also das ist definitiv ein reines Team-Event. Wenn er ein Treppchen tiefer steht, er ist ziemlich groß. Ich habe ihn nur schon live gesehen. Er wäre auch nur noch meiner Höhe gewesen. Alles klar. Naja, gut. Also, hast einen anderen Channel, wir müssen reden. Genau. Leg dich hin, genau. Ja, dann fantastisch. Nur, nämlich. Also ich sehe das schon. Das verspricht mehr. Und vielleicht auch noch von euch jetzt mal kurzen Rückblick so auf die Saison, war es so das, was ihr euch erwartet habt? Na klar, ihr seid Meister geworden, aber jetzt die Saison als solches von der Organisation her, vom Malen, von den Rennen und so weiter. Ich kann mich noch sehr gut in der letzten Saison erinnern, ich glaube dann nach St. Petersburg, als der Thomas mir sagte, wo ich sagte, wie kann man mit 40 Autos in St. Petersburg fahren? Und sagte Thomas, ja, je mehr und je enger die Strecke, desto besser. Genau das wollen wir. War es das diese Saison in etwa auch? Das Problem ist, dass bei den ersten zwei Rennen sind immer relativ viele Leute, da hatten wir fast 40 und dann nimmt das nicht nur bei uns, sondern allgemein in der Rennserie rapide ab. Das ist immer das Problem, aber wir lagen ja die ganze Zeit immer so um die 30 Autos oder etwas mehr teilweise. Das ist eigentlich schon ganz gut, finde ich. Ja. Ja, und so der Fun-Faktor an der ganzen Serie, wie würdet ihr den so sehen? Genial, besser geht's nicht. Ja, ne? Also keine Frage, also das, was da gemacht wurde, absolut klasse und ja, würde mich sehr freuen, wenn das in irgendeiner Form eine dritte Auflage gäbe. Also geplant ist die dritte Auflage Ende des Jahres, August, September irgendwann die Richtung. Ende des Jahres, August, September, hallo. Ich bin 51, da kannst du hier nicht mit 4 Monaten rumspielen. Ja, wir wollen ja aber anständig für Le Mans trainieren. Ja, das da sollte er Gelegenheit bekommen. Gut. Ja, dann bleibt mir erstmal nichts weiter als das Mikrofon. Das Mikrofon an. Ja, ich hätte die GTs jetzt nicht vergessen. Nein. Das Ganze jetzt an dich, an den Leo weiterzugeben, weil das hatten wir so verabredet und der Leo wird natürlich jetzt die Siegerehrung in der GT2-Klasse vornehmen. Bitte schön, Leo. Danke, ja. Ich dachte, weil ja nur ein Vertreter hier ist, nicht, dass der dann auch noch übersehen werde. Das wäre dann schon ein bisschen hart. Also leider den ersten Zweitplatzierten nicht hier. Daniel, Gratulation zum dritten Platz und damit zum Teamtitel. Hat ja für eine ganze Weile knapp nicht so ausgesehen. Also ich denke mal, das war auch ein bisschen an deinen Nerven genagt, dieses Rennen. Ja, das kann man definitiv sagen. Also man hat immer wieder auf die Tabelle geguckt oder beziehungsweise auf die Abstände. Und ja, gegen Mitte des Rennens bin ich dann irgendwann auf 4 zurückgefallen durch einen Fehler. Ja, und dann wurde es dann doch schon ganz schön eng. Boxstopp noch kurz über die Linie gefahren, also über den Boxenplatz. Da durfte ich nochmal zurücksetzen, es hat auch nochmal Zeit gekostet. Und dann habe ich gesehen, dass der Ralf doch nochmal aufholt und am Jonathan vorbeigegangen ist. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, hoffentlich bleibt das Ganze auch so und ich halte meinen Platz. Dann hat es jetzt doch zum Glück für die Teammeisterschaft gereicht. Also ja, da wollte ich mich auch nochmal beim Olaf bedanken, der ja ab Mitte der Saison bei uns noch eingesprungen ist. Ja, da wirklich das ganze Rennen über war es natürlich von der Ausgangslage her super spannend. Einzig, was wir sagen mussten, war schon ein bisschen hart, weil der Jonathan wurde dann einmal mehr nochmal von einem LMP getroffen, da im Zweikampf mit dem Ralf Gilles. Und der hat jetzt halt wirklich unglaublich viel Pech, 4 Rennen hintereinander, wegen dem Zwischenfall von LMP, schlussendlich sogar stehen geblieben, bevor er das Ziel erreicht hat. Das war dann schon ein bisschen Pech, aber bis 10 Minuten vor Schluss alles super spannend, also das habt ihr toll hingekriegt. Ja, also wie gesagt, an unsere Werfen hat es auch gedacht. Aber ich wollte mich allgemein vom ganzen Team nochmal bei der Orga bedanken und auch bei allen Fahrern. Also es war eine schöne Saison, die definitiv Spaß gemacht hat. Ja, man sieht ja, dass das Konzept im Grunde stimmt. Wenn man 10 Minuten vor Schluss noch nicht weiß, wer jetzt Meister wird, dann kann es so falsch nicht sein. So sieht das aus, ihr Lieben. Und
Ich habe jetzt gerade noch versucht, wenigstens noch den zweiten der Meisterschaft ins Interview zu bekommen, aber ich kann ihn sehr gut verstehen, dass er da momentan wenig Ambitionen zu hat. Und ja, muss man, glaube ich, respektieren, wenn man auf diese Art und Weise die Meisterschaft verliert, dann ist das mehr als deprimierend. Und sagen wir trotzdem von dieser Stelle aus hier, ja, einen Glückwunsch. Und zu Jonathan Erchim und Robin Rickel, ne? Genau, die beiden waren im Team. Auch wenn das für die beiden jetzt sicherlich nicht so wahnsinnig spannend ist oder das jetzt nicht so toll finden, weil der Meisterschaftstitel lag ja mehr oder weniger auf dem Präsentierteller. Aber so ist es nun mal im Motorsport, da kann es halt auch wirklich passieren, dass das mal mehrere Rennen hintereinander so ausgeht, auch wenn es schon ungewöhnlich ist, so eine Serie, aber gut. Was bleibt uns noch? Tobias, hast du noch irgendwie was Nettes zu erwähnen? Ja, ne, wie wir gerade erfahren haben, sehen wir uns ja dann alle wieder im September bis August nochmal und Ende des Jahres, ne? Ja, eben war es August. Ja. Wir haben ja schon vor der Übertragung festgestellt, dass ich ja halb so alt bin wie ihr. von daher, nö, also ich denke, es hat auch mir richtig viel Spaß gemacht, hier das Ganze zu kommentieren. War mal interessant, auch nochmal sich ein bisschen mehr mit dem, wenn man schon selbst nicht zum Fahren kommt, dass man dann wenigstens auf der Strecke ein bisschen da kommentieren kann und die ganze Sache ein bisschen unterstützen kann. Und ich denke, wenn der Leo dann auch wieder dabei ist und dann, ja, dann könnt ihr ruhig mal nachfragen und dann sind wir auch wieder am Mikrofon. Das ist doch schön zu hören. Und das haben wir gehört oder schon notiert. Und genau. Wir sind definitiv bestechlich. Also. Ja, also keine Frage. Also solche Rennsport muss gezeigt werden. Und auch wenn die Zuschauerzahlen heute nicht so wahnsinnig gut waren, wir laden das ja auch noch ein bisschen hoch und man kann das dann auch noch mal ein bisschen rumzeigen und es wird auch bei YouTube erscheinen. Also ich denke mal, es verdient es auf alle Fälle und ich würde mich freuen, wenn das dann auch im Sommer diesen Jahres klappt. und wir dann uns hier alle wiedersehen zu dieser LMS 3.0 dann, denke ich mal, und freue mich sehr darauf. Ansonsten würde ich mal sagen, schönen Restsonntag euch allen. Vielen Dank nochmal an Leo und Tobias. Genau. Die, ja, ich war ja mehr oder weniger fast nur Gast oder wie auch immer. Ich habe ja, glaube ich, ganze 3 oder 4 Rennen nur mit moderiert. Und die beiden haben das wirklich in ganz famoser Art und Weise hier durchgezogen. Also ich fand es wirklich großartig. Ich habe mir auch die Streams, was ich relativ selten mache, dann hinterher in kompletter Länge angeschaut. Und das ist schon eine tolle Sache. Und die Zusicherung, dass ihr wieder mit dabei seid, beruhigt mich sehr. Also zu dritt ist aber trotzdem am spaßigsten jeweils. Also das muss man dann auch sagen. Also es ist hoffe ich schon, dass auch du natürlich wieder mit dabei bist. Denn, also wenn ich darf, bin ich sehr, sehr gerne dabei. Also auf SimRaceTV habt ihr euren Platz sicher, das ist überhaupt keine Frage. Und natürlich wäre ich auch wieder gern mit dabei. Ich sag mal so, das ist in dieser Konstellation, ob man da zu zweit oder zu dritt oder zu viert ist, wenn das so passt, wie das hier gepasst hat, dann ist das einfach ein Riesen-Gaudi, macht tierisch Spaß. Das merkt man dann vielleicht auch in den Broadcasts, als wenn du irgendjemanden hast, der immer nur mehr oder weniger das wiederholt, was du gerade erzählt hast. Auch das gibt's und das war wirklich toll, hat mir Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Saison. Danke und tschüss. Ja, wir bedanken uns natürlich auch bei Leo und Tobias und bei dir natürlich. Also ich habe mir auch jeden Stream runtergeladen und es war einfach nur geil. Muss man sagen. Freut zu hören und ja, wie gesagt, also sieht mal zu, dass er das bald und gut geregelt kriegt, sodass wir bei Zeiten die Rennen eintragen können und ihr dann wieder einen festen Platz habt. Alles Gute bis dahin und schönes Trainieren für was auch immer
und viel Spaß am Simracing und dann